So, und damit heute mal ausnahmsweise urpünktlich herzlich willkommen zu Total War Warhammer 3. Endlich ist er, gut, endlich ist Immortal Empires da. Jetzt schon eine längere Zeit, aber letztens habe ich es mit den Ogern ja knapp verpasst. Jetzt spielen wir endlich mal zusammen Immortal Empires. Und zwar mit einer Fraktion, die eigentlich schon fast so alt ist wie Total War Warhammer selbst. Also schon aus dem Mit-Release vom ersten Teil da war, und zwar die Chaoskrieger. Warum ausgerechnet die Chaoskrieger? Zum einen wollten es viele von euch sehen, und zum anderen hat die Fraktion ja wirklich vor ein paar Monaten, vor kurzem erst ein riesig großes Rework bekommen und sollen so spaßig sein wie niemals zuvor. Also im ersten Teil waren die Chaoskrieger ja mehr bäh. Ich habe ja mal selbst solo privat ein bisschen gespielt mit denen und es war eher lala. Und jetzt seit dem Rework soll die Fraktion richtig, richtig gut sein. Also neben den ganzen neuen hier legendären Kommandanten, die dazugekommen sind. Ich würde sagen, ich bleibe klassisch und spiele Archaon, beziehungsweise Archaon. Und wie wir dann mit weitermachen und was wir so alles vorhaben, schauen wir einfach mal so rein. Grundsätzlich weiß ich zu den neuen Mechaniken der Chaoskrieger Bescheid. Ich habe mich jetzt nicht eingespielt. Das meiste mache ich blind, aber ich habe grundsätzlich von vielen Mechaniken mal gehört. Sagt übrigens Bescheid, wenn ich das Spiel lauter oder leiser machen soll. Ich habe noch die Einstellung von letztens mit den Ogern drin. Sollte soweit passen. So, übrigens lasst euch nicht ablenken davon, dass die Kampagne fortsetzen mit Imperium steht. Ich spiele privat ein bisschen mit Imperium gerade. Das hat jetzt aber nichts mit dem zu tun, was wir machen wollen. Und zwar gehen wir endlich in die Reiche der Unsterblichen, in die Immortal Empires und spielen mit den Chaoskriegern. Dort haben wir jetzt eine ziemlich große Auswahl. Also die drei hier, Archaon, Kolek und Prinz Sigwald, sind die drei Originalen, das Dreier-Duo, was schon beim ersten Teil drin war. Und der Rest ist neu dazugekommen. Hier Dr. Festus als. Ich finde es ja lustig, dass wir eigentlich Chaos Undivided spielen, aber trotzdem haben wir in Chaos Undivided verschiedene Kommandanten, die den jeweiligen Chaoskriegern zugeordnet sind. Dr. Festus für Nurgle, hier die Valkyr für Khorne, Village für Tsinch und hier oben Azazel für Slaanesh. Und interessant ebenfalls mit dabei ist Bellacor, der Bösewicht, der Antagonist aus der Hauptkampagne von Total War Warhammer 3. Den kann man tatsächlich auch selber spielen als ungeteiltes Chaos. Bei dem macht es ja wirklich sogar Sinn, weil er ja sich keinem der Chaosgötter unterstellt, wie es in der Kampagne ja gesagt wurde. Und das lässt sich auch sehr, sehr spaßig spielen, halt hauptsächlich dämonenlastig. Aber ich würde sagen, wir machen wirklich den OG Chaos Oberboy Archaon. Ich finde, mit dem ist ein bisschen die Erfahrung einfach dieses typische, du bringst die Apokalypse über die Welt. Und ich finde, das passt ziemlich gut. Vor allem gerade für Chaos Undivided. Und ja, es gibt jetzt mittlerweile auch Vasallen und viele andere Mechaniken für Chaos. Und Archaon soll auch einige sehr gute Boni haben auf den ganzen Spaß. Bisschen laut noch. Okay, dann kann ich mal schauen, dass ich ein kleines bisschen reduziere. Warte mal ganz kurz, Tobi. Danke fürs Bescheid geben auf jeden Fall. Na, 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 na. Ich hab's auf 10. Ich gehe mal auf 9 runter. So, ein kleines bisschen leiser habe ich es mal gemacht. Ist jetzt nur ein bisschen, aber man lehrt sich lieber langsam an, statt es zu übertreiben. Okay, schauen wir mal, was wir haben mit Archaon überhaupt. Wir haben mehr maximale Anzahl aktiver Gaben für ungeteiltes Chaos, davon habe ich auch schon gehört. Forschungsrate für jede Vasallenfraktion. Stimmt, das war das Besondere bei Chaon, der konnte irgendwann richtig schnell forschen. Diplomatische Beziehungen mit Chaos-Dämonen, Chaos-Kriegern, Tiermenschen und Noska. Für jede Vasallenfraktion. Das bedeutet, je mehr ich vasallisiere, desto mehr kann ich wirklich so eine Chaos-Lawine erstellen. Also neben meinen Vasallen dann auch wirklich, dass die anderen Chaos-Fraktionen ebenfalls mit mir zusammenkämpfen. Hier als Verbündeter zumindest. Also wer nicht Vasalle ist, ist verbündet. Von allen bösen Fraktionen. Und extra Seelen, das ist auch eine neue Mechanik. Und was Kommandanten angeht, alle Einheiten in der Armee erhalten 3% mehr Waffen- und Geschossstärke pro erreichten Rang. Ich nehme mal an, damit ist das Level gemeint. Und da die Kommandanten mittlerweile, glaube ich, bis zu Level 50 werden können, könnte das ziemlich krass werden für ziemlich starke Einheiten, die sowieso schon einen hohen Grundwert haben, habe ich so das Gefühl. Alle Autoritäten und Rettungszauber für die Armee des Kommandanten. Also Rettungszauber ein bisschen mehr zu haben, ist auch nicht verkehrt. Was? Fun Fact zu Azazel. Er ist ein direkter ehemaliger Kamerad und Freund von Sigmar selbst. Oha. Das ist mal interessant zu wissen.
Aber gut, ich würde sagen, starten wir rein und schauen wir mal, was... übrigens, Kampagne, Schwierigkeitsgrad, schwer bitte. Genau wie Kampagne, schwer. Ich glaube, schwer, schwer sollte machbar sein. Und ist, wie gesagt, noch so ein bisschen das Balancing aus. Es ist sehr herausfordernd, aber nicht so, dass die KI dir einfach so dreist ins Gesicht cheatet. Also sie cheatet schon auf schwer, aber nicht so hoffnungslos offensichtlich, dass es für mein Betrachten einfach zu krank ist, in Anführungszeichen. Und ein bisschen noch die Immersion kaputt macht. Wir haben Endgame-Szenarien. Wollen wir die reinmachen oder nicht? Ich habe für meinen privaten Imperiums-Run, kann ich euch später eine Geschichte erzählen, weil ich plane gerade ein kleines Video-Special mit dem Imperium. Ich will ein kleines Bonus-Video machen und in dem Video erkläre ich euch ein bisschen was. Ich habe selbst schon meine Erfahrung gemacht mit Endgame-Szenarien. Wollen wir sie reinmachen? Wenn nicht, wollen wir es einfach... Ja, wisst ihr was? Wir lassen es einfach Standard und machen einfach... Gucken wir mal, was es wird. Es gibt jetzt nämlich neben der Chaos-Invasion, die wir eigentlich sind, es gibt verschiedene Endgame-Szenarien, die man aktivieren kann, dass wirklich ab einem gewissen Punkt in der Kampagne einfach irgendwas Besonderes ausgelöst wird. Standardmäßig so ab Runde 100 bis 150 kommt dann einfach irgendwas Besonderes und es können verschiedene Sachen sein. Zum Beispiel die Schwarze Pyramide ist irgendwas voll der Groll, dass die Zwerge plötzlich alle durchdrehen, größte War, dass riesige Ork-Horden kommen und so weiter und so fort. Also wir können mal alles aktivieren und gucken, was da passiert und dann schauen wir einfach mal. So. Anti-Player Bias ist hart in dem Game. Huh? Achso, ach, das meinst du wahrscheinlich. Die 3% werden wahrscheinlich zum Einheitenrang gerechnet. Ah, okay, das ergibt mehr Sinn. Aber nur in Anführungszeichen 27%, das ist trotzdem heftig. Okay, gut. Ich würde mal sagen, machen wir einfach standardmäßig Endgame-Szenarien rein, ne? Für hier ist es lustig, für meinen privaten Durchlauf mit Imperium hat es mir einmal... Ich musste einmal wirklich die gesamte Kampagne neu starten. Also wirklich von Grund auf, weil es mir alles zerstört hat, was ich eigentlich für mein Video-Special geplant habe, sagen wir es mal so. Dementsprechend war ich da echt enraged und habe das Ding dann fürs nächste Mal ausgemacht. Aber hier fürs Let's Playen können wir... fürs Let's Playen und Streamen können wir es mal drin lassen. Okay, ich würde sagen, ansonsten lassen wir einfach alles auf Standard. Das passt soweit hin. Und dann starten wir rein. Was für ein Endgame-Szenario kommt, würde ich sagen, lass mal auch zufällig einfach. Schauen wir einfach, was es wird. Ist jetzt, glaube ich, nichts, was mir auch in meinen langfristigen Plan reinspucken kann. Wie zum Beispiel, dass du als Imperium ein riesiges Reich dir mit Zwergen teilst, den Zwergen sogar großen Teilen von südlichen Territorium schenkst, dass die dich verteidigen und dann plötzlich allen den Krieg erklären, was sich dieses Zwergen-Endgame-Event aktiviert hat. Ich dachte, ich drehe durch, ey. Das ist gut. Boah. Anderes Thema für ein andermal. It is time! We march south! Let the quivering fools know we come to tear down their nation, slay their kings, and ravage their mortal remains! Jawohl, we march south! Alle hoch die Gläser! We march! Komma, sauf! Ausrufezeichen. Okay, wir starten mit der windelnden Festung. Dort werden die Windeln gewechselt. Auch die Chaoskrieger müssen irgendwann mal. Also, Filmriss sagt mir was, aber Helmriss ist mir neu. Okay, wir haben ja noch Prinz Ograx. Ein Chaoslord. Was kannst du denn eigentlich? Kampftraining. Das ist nicht schlecht, vor allem weil Archaon ja den Bonus hat, dass Einheiten da besser drin sind, je höher sie vom Rang sind. Ja, ich würde sagen, du bist auf jeden Fall... Obwohl, Attentat ist auch nicht schlecht oder Einheiten angreifen. Oh komm, du gehst mal bei Archaon mit rein. Und es soll jede Menge neue Sachen geben. Unter anderem gibt es jetzt dieses Warband-System, was sehr, sehr gut sein soll. Ich gucke mir es mal an. Hier genau, Kriegsschar verbessern. Warband haben sie echt zu Kriegsschar gemacht. Und ja, als ungeteiltes Chaos haben wir entweder die Möglichkeit, ungeteilte Chaos-Einheiten zu machen. Und die können wir wirklich upgraden. Wir starten wirklich mit Barbaren. Und wenn die Kampferfahrung sammeln, können wir die upgraden zu Chaoskriegern jeglicher Art oder Verstoßene. Und wenn wir die weiter Erfahrung sammeln, können die weiter geupgradet werden und so weiter und so fort. Oder sie können zu Kavallerie-Versionen werden. Das ist echt eine coole Idee. Ich wünschte, die würden das in einem Spiel mit mehr Einheitentypen machen.
zum Beispiel auch fürs Imperium oder für andere Fraktionen, dass man wirklich eher, dass man nicht einfach von hier auf da einfach eine ganze Armee aus Rittern oder Bihan-Kämpfern holt oder sonst irgendwas, sondern dass du wirklich mit normalen Truppen startest und die langsam upgradest und spezialisierst. Das ist irgendwie cool auf jeden Fall. Und ja, diese ganzen Upgrade-Möglichkeiten gibt's neben Undivided natürlich auch für Korn, für Nurgle, für Landesch müsste sein. Und der hat dessen Auge, das muss Zinch sein. Ja, wunderbar. Blutbestien, Streitwagen. Zinch hat ja, glaube ich, diese Ritter des Untergangs, die sind echt stark. Ich habe Zinch hat sogar mit die besten Chaos-Einheiten, unter anderem wegen der Barriere. Aber ich versuche mal wirklich so undivided wie möglich zu sein, einfach weil das ja so ein bisschen die Besonderheit ist, wenn wir schon mal undivided spielen. Aber wir haben auch Chaoskrieger das Korn mit Hellebarden dabei, interessant. So. Alles klar. Exploding Hamster wurde in einem Run mit Volkmann im Grimmigen, wurde durch einen Mod gleich von zwei Endzeit-Events zerrissen. Okay, alles klar. Ich würde sagen, machen wir unsere erste Schlacht. Haben wir mal hier gib mir dem Helmriss mal einen Filmriss. Knapper Sieg. Das könnte man automatisch mal. Ich meine, wir haben jetzt bei dieser ersten Schlacht gegen ein paar nackte Islanisch-Anhänger. Glaube ich nicht, dass wir irgendwas verpassen. Armee verstärken, Gefangene versklaven, Gefangene töten für Erfahrung oder Gunst bekommen, was ja unsere Ressourcen sind. Ich hätte gerne ein bisschen Armee verstärken, dass wir gleich relativ schnell weitermachen können. Okay. Bin mal gespannt, wie das Ganze ist. Ich hätte gerne noch weitere... Ah, stimmt. Man bekommt ja sogar wirklich... ja, das ist ja fast wie bei den Vampiren, dass du jetzt instant in der Nähe einfach noch Einheiten dazu rekrutieren kannst, die es gerade gibt. Einfach wenn welche in der Umgebung gerade sind, die dir joinen wollen, deiner Warbands. Du bist nämlich so wirklich halb nomadisch. Man ist nicht mehr vollständig nomadisch, das war irgendwie ein bisschen bescheuert bei Total War Warhammer 1. Man hat jetzt hier und da Basen, die man aufbauen kann. Und ich würde sagen, die windende Festung hole ich mir doch gleich mal mit den paar Truppen, die ich jetzt hier habe. Starten wir mal die Belagerung. Wir würden auch gleich einen Führersieg hinbekommen. Aber ich würde mal sagen... ich würde mich gerne... Ah, Mist, ich kann mich gar nicht erholen gerade. Was können wir denn dir machen? Ach, du liebe Zeit, das ist schon wieder so ein... Der blaue Baum, immer zuerst. Rotierungskosten, Einkommen durch Überfälle. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ah, beim Belagern erhöhter Verschleiß. Ja, Zerstörung ist auch interessant. Rekrutierungskosten kann was bringen. Eine Erfahrung für die Einheiten im Kampf gegen die Mächte der Ordnung. In Schlachten gewonnene Seelen. Oh, das ist auch gut. Machen wir mal in Schlachten gewonnene Seelen. Das werden wir dann später brauchen können. Der Held wird auch mal... Komm, da kriegt man gleich Kampftraining rein. Einen guten Abend, Gideon. Okay, ja, dann gehen wir mal in die windelnde Festung rein. Ich meine, ich könnte... Der Angstturm kostet zwei Runden. Ich meine, ich könnte auch sofort das Ding jetzt wieder per automatischen Gefecht machen. Aber ich würde mal sagen, solche Chaosfestungen oder so, die würde ich mir gerne jetzt echt mal im Spiel angucken. Und da würde ich gerne... Ach komm, geh mal einfach rein. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ein bisschen belagere und einen Belagerungsturm baue. Aber das Ding kriegt man so aufgeboxt. Das wird schon. Ich sehe gerade, wir haben von jeder Fraktion, ja, wir haben Bruder des Nurgles dabei. Wir haben von Zinch haben wir Britte. Von Korn haben wir helle Badenträger. Und diese komischen Höllenjäger des Slaanesh von, ja, von Slaanesh. Hat jetzt einen gemischten Magiebaum. Nice. Ja, ich möchte mir mal die windelnde Festung. Ich kann die nicht mehr. Ich kann die nicht normal lesen. Das macht mich fertig. Die ist jetzt. Die wird umbenannt. Scheiß drauf, wenn ich die bekomme, ich benenne die um. Glaub bloß nicht, dass ich hier leere Drohungen mache. So, cool. Sie haben sogar Mauern. Cool. Alter, was sind das für Türme? Alter, das ist Hentai Heaven hier. Okay, Alter Falter.
Ja, hier ist... Weil diese Festungen hier kenne ich noch gar nicht. Das ist cool, die mal zu sehen. Okay, ja, ich würde mal sagen... Wir müssen hier nicht großartig herum... schauen. Ja, wir stürmen einfach breit. Und gut ist. Archan kann ja mal die Tür aufklopfen. Der Held kommt mit. Die Chaoskrieger können die Welle stürmen. Schauen wir uns mal die Einheiten an. Das sind diese lustigen, die Höllenjäger. Hauptsächlich, die ganzen Peitscheneinheiten sind vor allem stark gegen ungepanzerte Feinde. Gegen Panzerung machen die nahezu gar nichts. Die Chaosritter. Die schauen schon echt cool aus. Die können uns gut helfen, sobald die Mauern offen sind. Wir haben ein paar Chaoshunde, die haben wir frisch selbst rekrutiert. Da sind diese Verstoßenen des Nörgel. Ein paar ganz hübsche Kameraden. Chaoskrieger mit Hellebarden. Da sehen wir uns mal die Korn-Spezialeinheit an. Boah, wunderbar. Das sind aber Chaoskrieger, ne? Keine Chosen. Chaoskrieger, gut genug. Für unsere Zwecke. Sich gegen große Feinde. Ja gut, okay. Ich meine, ich könnte mich jetzt auf mehrere Fronten aufteilen. Aber was ich auf jeden Fall schon mal mache, ich stürme mal von ein bisschen weiter rechts, dass mich die Türme hier im Idealfall nicht treffen können. Ansonsten könnte es ein bisschen wehtun. Hier können mich jetzt nur zwei Türme anschießen und damit kann ich erstmal leben. Vorwärts! Stimmt, wir haben uns Arkeo noch gar nicht richtig angeschaut. Da kommt er angestapft. Wie so ein Death Knight als Overlord, ey. Hero of Chaos. Okay. Ach, die haben die Türme gar nicht aktiviert? Das ist ja freundlich, gar kein Zeitlimit. Ich konnte einfach. Ich habe jetzt halt selbst keine Fernkampfeinheiten, dass ich das nutzen kann, von der Mauer zu schießen. Aber ich sehe einige Höllenjäger. Das heißt, meine Hellebartenträger können schon ein bisschen weiter vor. Dämonetten. Dämonetten und leicht gepanzerte Einheiten. Da würde ich mal sagen, kann ich die Höllenjäger zusammen mit den Hellebartenträgern vorhauen. Ihr macht einfach mal das Tor auf. Deswegen können wir sofort angreifen, weil wir Einheiten dabei haben, die Tore aufmachen können. Und so blöd es auch ist, dass ein Einzelner hier gegen das Tor klopft und es geht ab. Die haben einen Turm gebaut, die Schweine. Okay, wir haben doch ein bisschen Zeitlimit. Aber wenn wir uns hinter den Mauern verstecken, wird alles gut werden. Macht mal bitte auf. Ich glaube, unsere Brut kann auch aufmachen. Okay, bei dem Tor, das sind ja wirklich nur ein paar Bretter reingenagelt. Also da kann ich verstehen, dass man das aufhacken kann mit bloßen Händen. Kontrolliert von vorzüglicher Schmerz. Alles klar. Da futzt wieder jemand ins Horn. Gibt's denn auch Dämonbösen? Bei Slaanesh? Bitte was? Er hat neue Kampfanimationen. Okay. Oh, offen. Entschuldigung, die Tür war offen. Ich komme mal rein. Dämonetten. Dämonetten müssten eigentlich... Oh doch, sie sind panzerbrechend. Versuchen wir mal... die ein bisschen... abzufangen. Alter, diese Türme sind ja böse. Das ist ein Stufe 1 Turm, euer Ernst? Oh mein Gott. Die Türme. Ich weiß schon, dass sie mir Kopfzerbrechen machen werden.
Wie schnell hat's mir die Höllenjäger zur Hölle gejagt, bitte? Ich bringe ja wirklich gar nichts. Ich habe jetzt hier einen einzigen Kampf gestürzt, wo ich überhaupt eine Chance in den gesehen habe. Panzerbrechende Nahkampfinfanterie. Die als ungepanzerte Infanterie-Töter, das war eigentlich eine gute Idee. Jetzt verstopfen die den Durchgang. Gucken wir uns den Kampf wenigstens ein bisschen an. Was ein Chaos, ey. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich darf hier aber nicht zu lange verweilen, weil das Problem ist, da hat ja Türme aktiviert. Genau, Arkan, mach mal was. Ne, Wind, du bist der. Du bist ja die Chaosritter, würde ich schon sagen. Was, Arkan? Moment mal, ich habe ja auch Magie. Das habe ich jetzt erst gecheckt, dass ich schon erste Zauber habe. Klar, natürlich, da war ja ein Hybrid-Caster. Komm, da hauen wir mal rein. Gibt ja keinen Grund, hier zu warten. Jawoll, der hat gesessen. Wir haben auch einen Seelenraub. Irgendwo ein Kommandant in der Nähe? Oh, da kommen schon gleich die Nächsten. Jetzt lasst mich halt mal durch. So, das ist ein Stufe 1 Turm, ne? Magieturm. Jetzt mal ohne Scheiß, ich will durch. Ergebene Barbaren. Haben die aus Bretonia rekrutiert? Okay. Ja, kommt endlich. Jawohl, endlich kommen mal Leute. Oh mein Gott. Was eine Geburt. Also dieser Turmspot ist ja gemein. Vielleicht hätte ich doch von woanders angreifen sollen. Obwohl, ich glaube, das wäre irgendwo besser. Ich dachte, du bist Arkhörn. Da kommen die ja schon wieder. Hör doch mal auf, den Korken reinzumachen. Wie so ein Schafshirte, ey. Kurz zurück, während hier der große Schlag kommt. Alles klar. Einmal Anlauf holen und nochmal rein, bitte. Hier kommt mit dazu. Okay, das mit dem Charge habe ich mir auch epischer vorgestellt, aber gut. Können wir endlich, ja? Vielen Dank. Genug Winde der Magie haben wir eigentlich. Wisst ihr was? Ich hole jetzt auch mal einen Seelenraub auf irgendeine Einheit drauf. Oh, der Zauber hat jetzt auch eine neue Animation, ne? Damals hat man gar nichts gesehen. Oh, Danny 1109, Dankeschön für die 5 Euro. Ey, dieser Stau. Die Ritter sehen schon echt cool aus. Zinch ist auch wirklich die, wenn ich nebenan die Weide auf irgendeine Gottheit noch gehe, wäre es wahrscheinlich wirklich Zinch, weil der ist schon echt nice, der Dude. Also auch so privat, ne? Na gut, das ist wahrscheinlich eher weniger, aber der hat schon ein paar echt gute Einheiten. So, das haben wir schon fast gewonnen, dadurch, dass die Gegner es bald aufgeben wollen. So, Chaos Knights mal bitte. Oh ja, da haben sie schon aufgegeben. Irgendwie ist die KI sehr schnell darin, immer alle Einheiten
die KI sollte wirklich ein paar verschiedene Verteidigungslinien machen. Auch so den Platz noch verteidigen bis zum letzten. Die KI gibt immer so schnell auf. Das ist Wahnsinn. Naja, gut. Das war es aber auch wirklich. Alle durch ein Loch gestopft. Aber mehr Möglichkeiten hatte ich auch nicht, weil ich habe auch nur begrenzt Einheiten die Tore aufmachen können. Von mehreren Stellen gleichzeitig wäre jetzt auch nicht die bessere Idee gewesen, unbedingt. Ja, vielleicht, aber. Ja, vielleicht doch. Eigentlich hätte ich die Leitern hochklettern sollen, aber das macht eigentlich sehr, sehr viel Vitalitätsverlust. Village? Nee, Village ist ein anderer legendärer Chaos-Lord. Das ist der von Zinch, der Village-Dude. Besetzen und Vasallentum. Vasallentum hört sich gut an. Jetzt habe ich... Habe ich jetzt den ersten Vasall? Ja, hier. Er ist unser erster Vasall geworden, glaube ich, ne? Die sind jetzt vasallisiert. Und wir haben die... Ich darf nicht umbenennen, oder? Schade. Ich muss es jetzt einfach machen, aber es geht gerade nicht. Doch, da. Ha! So. Viel besser. So, eine Stammesgarnison. Überfalltrophäen. Generierte Gunst. Oh, Knete. Aber erstmal, ich glaube, ein Wachstumsgebäude und ein Knetegebäude klingt gut für den Start. Ich denke mal, Truppen werde ich mir schon auf dem Weg irgendwie rekrutieren können. Das wird schon irgendwie. Kriegsschaffverbesserung können wir auch machen. So, wir können die Barbaren auch zu Barbaren 2 Waffen machen. Verstoßende waren, glaube ich, relativ schnell. Chaoskrieger mit Zweihandwaffen wäre nicht schlecht zu haben gegen. Oh mein Gott. Rang 5! Chaos-Ritter des Zinsch mit Lanzen. Nicht mit Ranzen, wohlgemerkt. Würde mich mal interessieren. Der Unterschied ist eigentlich... Der Unterschied zwischen den normalen Undivided und den normalen Chaos-Rittern ist gar nicht vorhanden. Die sind gleich stark, aber die von Zinsch haben eben noch die Barriere. Und diese Barriere ist so gut. Wahnsinn. Aufstrebende Champions gibt es dann auch noch. Zuchte gerade übelst Immortal Empire. Gerade ganz ehrlich, ich bin da auch... Also ich habe zwar nur jeden Tag so 1 bis 2 Stunden, aber ich sitze da jeden Tag dran und knobel an meiner Imperiumskampagne. Das ist schon echt suchterregend, muss man echt sagen. Geschenkte Einheiten. Durchgaben des Chaos. Oh ja, klar, so ein Todbringer. Warum nicht? Nehme ich mit. Geschenkte Einheiten. Hier, bitte, ich schenke dir eine Einheit. Das macht 1.500. Ihr miesen Scammer, ey. So, Gaben des Chaos. Das ist übrigens cool. Hier haben wir die 4 Chaosgötter symbolisiert. Wir haben hier oben Korn. Wenn man da drauf drückt, das hat sogar Animation, wenn man da drauf drückt, da kommt so ein bisschen Feuer raus. Psch, psch. Unten bei Nurgle fliegen, da kann man Fliegen zermatschen übrigens. Die kann man hier klatsch, klatsch, kann man kaputt machen. Bei Slaanesh, da ist einfach ein fängt an zu leuchten. Und bei Zinch finde ich halt geil, wie die ganze Zeit uns das Auge beobachtet, unseren Mauscursor, was wir hier so machen. Was Gaben angeht, hier können wir gerade mit den Seelen verschiedene... Also damit können wir unsere Seelen ausgeben, sagen wir es mal so. Wir bekommen ja auch Seelen durch die Kämpfe. Und die Seelen, ihr merkt Unterhalt. Das heißt jetzt nicht, dass das Archeon irgendwo Kinder hat, die er noch zahlen muss. Das heißt vielmehr, wir haben laufende Kosten an Seelen, wenn wir irgendwelche von diesen Sachen mit reinmachen. Und solange ich jetzt noch kein wirklich festes Seeleneinkommen habe, würde ich jetzt noch nicht unbedingt, weil das Platz zu weisen, das kostet und dann haben wir noch dauerhaft Zahlungen an Seelen. Ein Nahkampfangriff für Chaosbarbaren plus 8, gerade fürs Early Game, wenn man noch viele Chaosbarbaren hat, das klingt schon mal echt gut. Einheitenerfahrung plus 25% für Einheiten des ungeteilten Chaos. Einheit wird sofort... Karte geschenkten Einheiten Chaos Furien. Oder das Bollwerk für mehr Defensive. Oh Gott, das geht ja noch weiter.
Krone der Könige. Okay, das habe ich eh noch nicht freigeschaltet. Okay, da brauche ich mir noch gar keine Gedanken zu machen. Das auch noch nicht. Also nur die beiden. Ich lasse es erstmal. Weil ich habe, obwohl 1500 Seelen, das ist nicht ohne. Bis so ein Bonus mal ausläuft, vergeht ein bisschen Zeit. Alle drei Runden zu den geschenkten Einheiten hinzugefügt. Chaosfurien. Sehr schnelle Einheiten, die mir die schön in die Flanken fallen können. Mit sehr viel Nahkampfangriff und magischem Nahkampfangriff. Das könnte helfen gegen ätherische Einheiten. Defensive Vorräte. Armeefähigkeit, Splitterstein, Explosion. Ah, das ist tatsächlich... Wirkt auf Stadtmauern und Belagerungsgerät. Hm. Ich lasse es trotzdem erstmal. Ich sehe noch keinen wirklichen Nutzen, um das jetzt reich reinzumachen. Forschung. Die Forschung bei den Chaoskriegern ist auch lustig. Wir fangen zentral an und können uns dann in verschiedene Richtungen für die Gottheiten spezialisieren. Also hier in der Mitte ist hauptsächlich viel Chaos undivided. Hier rüben geht es zu Korn und Nörgel. Da drüben ist Zinch und Slaanesh. Ich glaube, ich werde Zinch hauptsächlich so ins Auge halten. Aber machen wir mal die erste Forschung. Einfach nur Chaosbarbaren werden ein bisschen schneller hier erfahren. So, in Schlachten gewonnene Seelen. Ja, bitte. Gleich mal verbessern. Wie viel hat der? Okay, er hat einmal einen Kampftree. Er hat eben seinen großen Buff-Tree für seine Einheit, für seine besonderen Einheiten. Auserkoren. Also ich glaube, ich werde Archeons Armee später wirklich auf Chosen und auf Chaosritter aufbauen. Frontline sind die Chosen und Chaosritter für Flankieren und für die Beweglichkeit. Vielleicht noch ein, zwei Artillerie-Einheiten drin oder sowas, dann bin ich eigentlich glücklich. Aufstieg zum Dämonenstand. Attributsdämon. Da kann wirklich zum Dämon werden. Interessant. Er hat diesen ganz eigenen Magiebaum, ne? Damals hatte er ja... Gut, er hat immer noch den brennenden Schädel. Er hatte damals, glaube ich, auch schon die Kombination aus Feuermagie und sowas. Der konnte damals einen Feuerball, ich kann mich erinnern. Feuer und Flamme. Das Gegner mehr Schwäche gegen Feuerschaden bekommt. Der Seelenraub, ganz okay. Das flammende Schwert, das Ruin. Das könnte natürlich auch gut was bringen, das auf Einheiten noch mit drauf zu hauen. Der brennende Schädel ist nur im Early Game sinnvoll, weil die Einheiten noch leicht gepanzert sind. Später gegen gepanzert bringt es nicht mehr so viel. Transmutation des Bleis. Ja, das könnte auch interessant werden. Purpursonne, Erdung. Hm. Ja, ich glaube, seine Magie zu machen könnte sich auch lohnen. Excellent. Später werden wir wahrscheinlich eh genug Punkte haben. Wie gesagt, bis zu Level 50 können die werden. Der Prinz. Ich habe zuerst Orgax gelesen. Ja, wird man einfach mal ein bisschen stärker. Ist okay. Wirklich magische Angriffe, mehr Stärke. Führerschaft. Ungeteilte Autorität plus 1 für die Armee des Helden. Rüstung plus 10. Hm. Okay. Was, wenn du einen Erlass bei einem Gebiet machen kannst, kann man einen Forschungsboost aussuchen. Achso? Achso, du meinst... Achso, Erlass. Moment, du meinst nicht die Gabe. Du meinst wirklich... Ja, aber ich habe leider noch kein dysvolle Gebiet nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Vasallen dazu zählen, dass ich das machen kann. Und ich würde mal sagen, wir holen uns mal als nächstes den Monolithen da unten. Die könnte ich dann bald zu Chaosrittern machen. Hm, gut. Alles klar, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Party. 273 Fraktionen, sind ja nicht viele, würde ich sagen, ne? Stell ich mal vor, das wären alle Spieler. Einmal auf Runde beenden gehen. So, wir sehen uns nächste Woche, Leute. Gut, das Schöne im Multiplayer ist jetzt, mittlerweile gibt es simultane Spielzüge. Dann muss ich immer noch ein bisschen heilen. Von daher geh mal bitte in Lagerstellung ein bisschen weiter. Aber beweg dich schon mal zum Monolithen rüber, bitte. Was hatten die Festung? Ja, okay, jetzt kommt mal Zeug rein. Das ist gut.
Prinz Orgas von Apfelmus. Ah ja, alles klar. Verbündeter beginnt... ja, die Außenposten, die kennen wir ja mittlerweile. Cool, dass dann Außenposten bei mir macht. Das heißt, ich habe dann gleich noch ein bisschen Verteidigung. So, noch ein bisschen weiter ran, noch ein kleines bisschen erholen. Aber ganz ehrlich, diese paar Höllenjäger, die sind mir eigentlich sowas von egal. Sad Höllenjäger Neues, ne? Okay, ein paar Chaos-Barbarenreiter auf dem Weg mit. Ah, wisst ihr was, kack auf diese Höllenjäger. Wir bewegen uns ein bisschen schneller, sonst wird es ja nie was. Wir wollen ja nicht, dass die sich großartig ausbauen hier. Der Bubonikus. Ich habe zwei Plätze frei, aber ich habe sowieso keine Seelen. Ereignisse und Vasallen. Ach, Vasallen geben mir pro Runde 25. Das heißt, mit zwei Vasallen könnte ich schon so ein Low-Ding dauerhaft unterhalten. Mit 50 Unterhalt. Interessant. Ich glaube, man kann sich sehr viele Vasallen holen hier in dem Spiel. Und die sollen noch sehr, sehr viel bringen. Ich mache mir mal Schwarzwurzeln. Bis gleich. Oh Gott, viel Glück, Tim. Weil ich dich kenne, das mit Schwarzwurzeln. Das ist, ja. Die färben ziemlich gut ab. Das von den Händen wegzukriegen, ist nicht lustig. Mehr Einheitenerfahrung für Chaos-Barbaren. Was kann ich mir noch holen? Legendäre Söldnerregimente. Was haben wir denn da? Aufstrebende Champions. Die abgetrennte Klaue. Das sind helle Baden. Das zischende Schlachthaus. Was zur Hölle? Chaos-Streitwagen. Ritter der Opferung. Oh, ich darf niemanden holen. Das ist ja fast enttäuschend. Okay, einmal noch lagernd fortbewegen. Und jetzt lagernd fortbewegen. Das ist tatsächlich nicht nur eine eigene Sache von den Ogern. Das kann wirklich... Das ist ganz neu bei Turtle Warhammer 3. Das kann man allgemein irgendwie. Verbundenheit. Ja, okay. Gleich mal früh diplomatisch. Ist vielleicht nicht schlecht. Mit den anderen Chaosvölkern. Kriegsschaffverbesserung frei außer Korne. Das geht ja schnell, ne? Verstoßene Streitwagen und Höllenjäger. Chaosritter. Okay, schnell auf die Chaosritter zu gehen, klingt auch nicht schlecht. Bauzeit für alle Gebäude. Ja, ich mach, glaube ich, erstmal hier diesen... Das, was mir allgemein der Fraktion was bringt. Erstmal hier Diplomatie und hier oben Bauzeit für alle Gebäude und Bonuseffekte für Altarverbesserungsgebäude. Ich glaube, das wird uns allgemein mehr bringen, bevor wir zur Einheitenspezialisierung gehen. Ein weiterer Kommandant... Ich könnte, glaube ich, einen machen. Der Guletor oder der Dekasur. Brennender Körper. Okay. Verführung des Lanesch. Ja gut, ich kann natürlich auch Kommandanten machen, die sich auf spezielle... Ich meine, diese Affinitäten zählen ja sowieso nicht für meine gesamte Fraktion, sondern nur für diese Armee. Was bedeutet, für Archhaun würde ich sagen, wirklich eine ungeteilte Armee wäre schon nicht schlecht. Aber dann könnte ich ja wirklich verschiedene Kommandanten machen, die sich auf die verschiedenen Götter spezialisieren, ne? Warum eigentlich nicht? Wie heißt der Mod, mit welchem man Lords einmal reskillen kann? Ich glaube, das war One Button Respec, hieß der Mod. Ich habe jetzt aktuell nur zwei Mods aktiv. Einmal Better Camera, das ist ein Must-Have, das muss man immer haben, wie ich finde. Und dann eben One Button Respec. Mit dem kann man hier, wie man schon sieht, Lords einmal neu skillen für 1000 Ressourcen. Was unglaublich, was nahezu unabdingbar ist, wenn man Fraktionen spielt, die konföderieren. Weil ihr kennt das alle. Man konföderiert eine Fraktion und du kriegst einen Level 20er Kommandanten, der Kraut und Rüben geskillt ist. Das ist richtig grauenvoll. So, wir gehen mal zu Bubi, zum Modellit von Bubinikus. Ich glaube, dass der vorzüglicher Schmerz hin oder her. Ich meine, Bestellung eingegangen, Schmerz abgeholt. Geschenk an Vasall, selbst besetzen. Das kann der Vasall von mir aus haben. Aber ich krieg den... Doch, ich krieg den Bonus, wenn der Vasall hat. Ja, nice. Ich glaube, das Hauptgebäude reicht mir eigentlich. Baukosten... Verschleißen. Nahkampfabwehr für die Provinz. Das ist eher defensiv. Falsche Zeit, falscher Ort. Rekrutierungskosten, Rang des Helden. Ungeteiltes Chaos, Korruption... Mal sein Ausnutzen. Kontrolle minus 4. Wie viel Kontrolle habe ich? Eigentlich ganz gut.
Komm, Baukosten reduzieren hört sich gut an. Und dann würde ich tatsächlich warten, bevor ich hier das nächste Upgrade mache, bis das Ding drin ist, dann spare ich 10%. So, okay. Die Keutik ist nicht schlecht, aber der hat eh gut Rüstung. Ich glaube, schwer zu treffen wäre sinnvoller. Mach mal. Okidoki. Da erstmal nicht. Ich glaube, das war's. Mehr geht da nicht. Haben wir schon irgendjemanden, dem wir Diplomatie machen können? Das ist ja mein Vasall, ne? My fellow warlords converge. Do the Kurgan and Tong come south? Einmal Handelsabkommen bitte. Mit Geld, dankeschön. Ich kann mich noch erinnern, das eine Mal, wo ich versucht habe, Geld rauszupressen, außer ins Geld gegeben habe bei irgendeinem. Ich glaube, das war bei den Echsenmenschen oder sonst irgendwo. Das war verrückt. Das blutige Schwert von Korn. Ja, da kann ich warten, bis ich meinen Diplomatiebonus habe. Dann kann ich noch mehr rausholen. Odwin, ich würde dir Recruit-Defeated... Was? Ich würde dir die Recruit-Defeated Legendary Lords-Mod empfehlen. Stimmt, ja. Das hatte ich nämlich auch gerade das Problem bei meinem Imperiums-Durchlauf. Da hat Volkmar den Grimmigen weggenudelt im Süden von Khemri. Und den kann ich halt nicht mehr wiederholen. Der ist jetzt einfach weg. Oh, guck mal. Blutiges Schwert. Gleich mal hier... Gleich mal Bonus bekommen. Die nächsten Runden kriege ich das hoch. Vielleicht kann ich mich mit denen einfach gut vertragen. Ich muss ja nicht mit anderen Chaos-Leuten betteln. Nach Möglichkeit versuche ich das. Gerade bei Archaon hat ja so viele Bonus auf Diplomatie. Da würde ich mir selbst Steine in den Weg legen. Wenn ich die jetzt alle umnatzen würde. Wir können uns doch alle vertragen und gemeinsam in eine Richtung brandschatzen und morden. Klingt das nicht romantisch? Ja, was ist denn das nächste Ziel von uns? Wir brauchen eine neue Vasallen. Wer seid denn ihr? Magov-Sippe von Nörgel. Aber ganz ehrlich, ich könnte die bestimmt auch wahres vasalisieren, ne? Ah, komm, gehen wir aber erstmal in die Richtung weiter. Ich kann mich hier noch erholen, ne? Sehr gut. Oh, Barbaren des Landes. Obwohl, na, ich möchte gern ungeteilt bleiben, nach Möglichkeit. Hauen wir uns aber noch ein paar Hündchen. Und ein paar Chaos-Barbarenreiter. Wir haben noch nicht wirklich erfahrene Barbaren. Leider. Passt. Was? Unfassbar, Mugur und Mottes. Es ist Verhindern vom Bauen von Türmen während der Schlacht. Also, dass man nur Türme bauen kann vor der Schlacht. Gut, aber das Problem ist, das macht ja viele Mechaniken kaputt, weil du regenerierst ja während der Schlacht diese Kriegsressourcen. Und für was anderes kannst du die ja gar nicht verwenden, außer für diese Türme und für Barrikaden. Dafür sollte man im Ausgleich mehr von diesen Ressourcen zum Beginn, weil meistens startest du mit 1000 Ressourcen. Das reicht für zwei Minitürme oder einen Stufe 2 Turm. Und mehr kannst du ja eh nicht bauen. Wenn du dann auch das spätere Bauen ausschaltet, dann braucht man mehr Ressourcen am Start. So, Chaosfort. Jetzt, ja, ich krieg's ein bisschen günstiger. Ja, geil. Mach lieber alle zum Vasallen. Na gut, dann habe ich mal ganz kurz. Dann habe ich diesen Korntypen erstmal gut gestimmt, dass mir niemand in den Rücken fällt. Dann gehe ich erstmal in die andere Richtung. Den Korntypen hole ich mir dann irgendwann. Vielleicht mache ich mir einen eigenen Kornkommandant, der extra die Korntypen wegmacht. Das wird Jürgen Drews. Ich mache mir einen Kornkommandanten, den ich Jürgen Drews nenne, ey. Der kommt dann durch und singt sein Endbett im Kornfeld, ey. Ja, mehr Chaos-Barbaren, bitte. Mehr Hunde brauchen wir erstmal nicht. Ich bin erstmal glücklich. You may touch me only in dreams.
Alles klar. Würde ich wahrscheinlich auch anderweitig nicht tun. Und selbst da würde ich mich echt fragen, was mit euch in den Kopf geht. Okay, ja gut, mehr geht jetzt eh nicht. Ich würde sagen, ab geht die wilde Party, nächste Runde. Warum ich die Barbaren nicht, weil es nicht geht? Ich kann die doch erst ab Stufe 5, hier ab Erfahrungsstufe 5 weiter verbessern. Hieß es doch. Ich kann ja gleich nochmal gucken. Aber so war es, glaube ich. So, ihr wollt doch bestimmt irgendwelche... Nee, ich werde euch später den Krieg erklären, so ist es nicht. Ich werde euch vassalisieren, sagen wir es mal so. Andererseits, die werden gerade ein bisschen hier von der Kislev-Unterfraktion hier überrannt, kann das sein? Vielleicht können wir uns den Krieg auch sparen. Diplomatische Beziehungen. So, Barbaren verbessern. Mist der eigentlich? Nee, geht noch nicht. Erst auf Rang 5. Und ich habe niemanden auf Rang 5 aktuell. Die wahrscheinlich... Oh, Rang 7. Ach du liebe Zeit. Nee, da geht auf jeden Fall noch nichts in der Richtung. Und da bräuchte ich Technologien für. Verstehe. Ja, gut. Ein knapper Sieg. Wir verlieren nur ein paar Hunde. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich eine Stadt gesehen. Jetzt jede Stadt wie die andere. Ich wollte mir nur mal die Chaosstädte angucken. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich da... Das ist ja nur eine kleine Siedlung, ne? Kann der Vasall haben. Ich würde es gerne so machen, dass ich mir die großen Siedlungsplätze hole. Für mich. Beziehungsweise die ganzen Festungen. Und mein Vasall kann die kleinen Städte haben. Meine Vasallen. Dann sind wir alle glücklich. Vielleicht 3 Stück. Jawohl, her damit. Ich möchte eine schöne große Chaoskriegerarmee haben irgendwann. Oh Gott, sammeln die langsam Erfahrungen. Das ist ja Wahnsinn. Hier, du, mach mal deinen Drill besser. Hier, Kampftraining. Ab geht er. Zerstörung. Diener der Stör. Rekrutierkosten könnten auch interessant sein. Verbesserungskosten werden auch besser. Aber Brandschatzung. Ja, komm, Brandschatzung. So, unheilige Zähigkeit. Jawohl. Und dann kommen wir schon in die Richtung. Ach, der hat. Interessant. Ja, mache ich den Blitzschlag voll, würde ich fast sagen. Verschleiß, Verlust der Verstärkungsrate, das klingt auch gut. Einkommen von und Beute ist auch nicht schlecht. Vorahnung ist Chance. Also Unterhaltsverringerung gibt es hier gar nicht. Nochmal Bewegungsreichweite, mehr Seelen, mehr Einkommen. Oh, ja, ja, ja. Okay. Bauzeit für alle Gebäude, ja, bitte. Wir könnten fast mal über den zweiten Kommandanten nachdenken, ne? Aber statt ein Kriegsherr hole ich mir auf jeden Fall einen Hexer, dass wir gleich einen Magierhelden haben. Entweder das oder ich muss dann mit Magierhelden selbst aktiv... Ja, aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich lieber einen Magierkommandanten haben, kombiniert mit einem, Kommandanten... hier mit so einem erhabenen Helden. So... Ach Gott, da haben wir wieder einen Sechsbot. Ich mache ihn mal weg. Nicht vorübergehend? Warum steht nur vorübergehend blockieren? Na gut, okay. Pure Erotik, Leute. Ha, ja, wo geht die Richtung weiter? Ich meine, ich würde jetzt gerne weiter nach Süden. Aber ich will ehrlich sein. Ich würde gerne erstmal im Norden aufräumen. Bevor es weiter gen Süden geht. Die heulende Zitadelle hört sich nach einer schönen Residenz an. Vielleicht erledigt sich das Problem ja auch halbwegs von selbst, dass sie sich gegenseitig erstmal auf den Kopf hauen. Weil ich ja langfristig alle hier umnatzen will. Dann gehe ich erstmal in diese Richtung. Von mir aus auch ein Marsch. Das darf durchaus ein bisschen schneller gehen. Die Ebenen von Zunbajin.
Ich frage mich, aber das war Kurga. Also. Dann war der Bann ja erst recht gerechtfertigt. Alles gut. Kennt ihr das, wenn ihr was in den Chat schreiben wollt, aber nicht mehr in Textfensterseiten die ganzen Hotkeys euch sonst wohin schließen? Ja. Jep, jep, jep. Das kenne ich. Nicht nur auf YouTube, das kenne ich anderweitig ebenfalls. Rekruten. Rekrutenüberschluss. Euch wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Boah, ganz darunter. Da kannst du selber hinlaufen. Ein Königsmörder. Die Belohnung mag groß sein. So auch die Gefahr. Oh, Chaoskrieger mit 2. Ich glaube, da gehe ich nicht mit ein paar Nackedei-Barbaren hin. Ich glaube, da bereite ich mich noch ein bisschen vor. Ganz ehrlich, ich bin mit denen eh nicht im Krieg. Meine Vasallen auch nicht. Ganz ehrlich, wenn der die wegmacht. Ich kann ja dann immer noch Kann ich die immer noch vasalisieren, wenn sie ausgeschaltet sind? Ah, vielleicht ist es doch ein bisschen nachteilhaft zu warten, oder? Schauen wir mal später. Ich speichere einfach mal. Das würde mich mal interessieren. Ist, wenn die ausgeschaltet sind, habe ich noch eine Möglichkeit, die zu vasalisieren, also wiederzubeleben als Vasallen? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, man konnte Vasallen wiederbeleben. Weil wenn, dann lasse ich ihn erstmal in Ruhe. Wenn ich ihn verlieren könnte, dann als künftigen Vasallen, dann würde ich hochgehen. Aber ansonsten würde ich die erstmal kämpfen lassen und würde dann in die Richtung weitergehen. Und mein Vasallen-Pokémon, weißt du, Archaon, der möchte allerbeste sein und möchte der große Chaos-Pokémon-Meister werden. Und dann muss dafür erstmal alle 151 Vasallen fangen, die es auf der Map gibt. Das wär schön. Es könnte sich lohnen, die Städte mit Handelsressourcen selber zu besetzen. Stimmt. Städte mit Handelsressourcen waren es vor allem. Das war's. Ich habe nämlich gerade überlegt, irgendwas hieß es, dass es sich lohnt, auf jeden Fall selbst zu holen. Dann war es die mit Handelsressourcen. Also sowas wie hier Salz. Die haben nichts gehabt. Die haben nichts gehabt. Okay, ich habe keinen Fehler gemacht bis jetzt. Sehr gut. Aber das mit Salz sollte ich mir dann wahrscheinlich holen. Nein, nur die Chaosstämme, die neben der Siedlung... Was? Chaosstämme, die neben der Siedlung angezeigt wird? Ah, Tong. Oh, Takun, danke für die 5 Euro. Bin raus für heute, euch allen noch einen angenehmen Abend. Alles klar, Takun, mach's gut. Und dann kann ich die auch später wiederholen, ja? Okay, das klingt doch gut. Dann gehe ich mal weiter in die Richtung. Mehr geht jetzt eh nicht, ne? Aufstrebende Champions? Ja, bitte! Warum nicht? Lager? Ne, ach so, ich bin voll! Was ist denn hier los? Kackhöllenjäger kann man weg, die will doch keine Sau haben. Nein, wo sind die hin? Warum darf ich? Einheit kann nicht rekrutiert werden. Schnief. Oh. Gut, dann nehme ich eben ein paar Barbaren. Ist in Ordnung, ne? Ich bin überhaupt nicht angepisst oder sowas. Wer kennt sie nicht? Die Zahnradvasallen, die Eistütenvasallen und die Müllbeutelvasallen. Genauso. Die Müllbeutelvasallen, die bringen vor allem den Müll raus. Das ist praktisch. So, weiter geht die Party. Die Raid-Party geht weiter in die nächste Runde. Ich hole mir gleich die Hauptstadt, würde ich sagen. Also die Festung. Hier gibt es eine Handelsressource. Nee, halt. Dann hole ich mir zur... Die Festung ist nicht groß. Also ich würde sagen, grundsätzlich Festungen und Handelsressourcen hole ich mir selber. Und es sollte sich auch lohnen, Vasallen Festungen zu geben.
Aber was Festungen hätte ich schon gerne, die mit den ganzen Bauplätzen. Apropos. Ja, ich glaube, Wachstum reicht erstmal so weit, wie ich es hier habe. Ich mache mal hier weiter Kriegsbeute. Kontrolle und Korruption. Hier hätten wir bessere Verteidigung. Ah, Chaos-Schrein für Zauberer. Verhexer des Chaos. Mantikore, Drachenoger, Chaosritter freischalten. Chaosbarbaren. Es wäre schon fast eine Verschwendung, das Gebäude zu bauen. Ohne Scheiße, ich meine, die Chaosbarbaren kriege ich eh immer überall hinterhergeworfen für Warband-Rekrutierungen. Und erst recht hier. Ja, ich glaube, ich mache dann lieber solche Gebäude hier, diese Loge der Kämpfe, dass ich die Chaoskrieger machen kann. Wäre es nicht sinnvoll, alle Städte mit eventuell einzigartigen Gebäuden selbst zu besetzen? Das ist halt eine gute Frage, ob man sehen kann, wo man einzigartige Gebäude bauen kann. Gott, wie siehst du aus? What shall we discuss? Guten Tag. Sonst stellen wir so ein Fick unter euch zu. Guten Tag. Ja, schön. Alles klar, natürlich. Sicherlich. Schnapp dir auf jeden Fall die dunklen Festungen. Du kannst die anderen Hauptstädte, die keine dunklen Festungen sind, an die Vasallen abrücken. Die können die dann normal bauen. Ach stimmt, ich kann ja glaube ich nur... Stimmt, die großen Hauptstädte, da habe ich auch nur 4 Slots, außer es sind dunkle Festungen, ne? So war das. Im Bauplan. Ja, im Bauplan schon, aber ich kann ja nicht in den Bauplan gucken von der Siedlung, die ich noch nicht... Ich kann da noch nicht reingucken. Leider. Bauholz, solche Fall vielleicht hier irgendwo, wenn dann. Aber die Ebenen, das ist keine Festung, ne? Wenn eine Festung heißt wahrscheinlich auch Festung, ne? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr weit hergeholte Theorie, aber müsste so sein. Was, wenn du auf der jeweiligen Stadt bist und zum Bauplan wechselst? Ja gut, ja, wenn ich es könnte, ne? Dann müsste ich schon das erste Gebäude selbst eingenommen haben. Dann müsste ich sehen. Aber, ja. Ja. Hm, passt erstmal so. So, noch irgendwas, was ich hier holen kann? Kriegsschau. Das dauert ewig, bis ich die ersten Chaoskrieger bekomme. Darf ich eh nicht haben. Verarscht mich nicht. Verstoßene. Okay. Bei den einzigartigen Siedlungen ist eine goldene Pyramide. Das könnte sein. Chaos kann nur 1 Slot bauen. Da lohnt sich nur die Städte mit Ressourcen. Hm. Euer Verbündeter wurde angegriffen. Von den Erweckungsbegebungen von Ursun. Oh nö. Was ist der Verbündeter? Das ist Vasall. Toll, jetzt bin ich natürlich auch im Krieg. Jetzt ist meine schwarze Festung eventuell unverteidigt. Das heißt, ich müsste eventuell gleich einen Kommandanten rekrutieren, wenn ich da irgendwas Bäriges nahe kommen sehe. Siedlungen im Nachhinein andere geben. Stimmt. Das wäre auch eine Idee, da ich das mache. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Vasallen funktioniert. Okay. Ich mache jetzt erstmal hier einen Ritus des Aufstiegs, dass ich hier... Okay, ja, Außerkorne, bis ich die bekomme. Dauert wohl noch eine Weile, aber ist mir egal. Ich möchte das schon mal haben. So, ich meine... Okay, alles klar. Leute, wir haben eine schnelle Prioritätsänderung. Ich glaube, ich gehe mit Archeon doch zurück. Wenn ich mir das hier gerade so ansehe, glaube ich, haben wir gerade andere Prioritäten als... Oh Mann, jetzt bin ich den ganzen Weg hier umsonst gelatscht, ey. Aber ich glaube, wir haben gerade andere Prioritäten. Ich glaube, nun jetzt einen halbherzigen Zweitkommandanten hinzuwerfen, bringt's nicht. Ich muss da mit Archeon hin und helfen. Ansonsten werd jetzt von hinten alles wegrasiert. Die Alarmstufe ist doch schneller hochgegangen, als ich dachte. Was haben wir an Garnison? Brauchbar, okay.
Nicht Angriffspakt. Ja gut, euch. Ganz ehrlich, diese Korntypen. Ich lasse es erstmal noch. Aber ich meine, meinen Stamm für den Vasallen kann ich ja da drüben erwecken, ne? Weil das ist ja nicht der Vasall, das sind ja diese Noska-Stämme. Die ich vasalisiere. Die nicht die jeweiligen Siedlungen einnehmen. Sobald ich sehe, dass die jetzt nichts in der Richtung haben, dann ist eigentlich alles gut. So, hier in die Richtung könnten mir jetzt jeden Augenblick schon Armeen entgegenkommen. Da kommt eine. Okay, ich kämpfe mit meinem Vasallen zusammen. Ich nehme mal an, das müsste die Hauptarmee von denen sein. Die haben auch Zahnwachen dabei. Da ist das Salz, das möchte ich mir holen. Die Festung wird ja hoffentlich was standhalten, wenn hier was kommt. Was sagt der Wachstum? 1 und 3 Runden. Na komm, dann machen wir Wachstumsgebäude noch ein bisschen besser. Die Fraktionszahl geht ein bisschen runter. Das liegt daran, dass die ganzen Nebenfraktionen da ausgedünnt werden. Okay, ich gehe mal näher ran. Oh Gott, das sind eine Menge Bogenschützen. Und ich mit meinem Oh Gott, die haben auch Bärenreiter. Okay, ich muss hier mit meinem Vasallen zusammenkämpfen, sonst habe ich ein großes Problem. Ich bin ja immer noch mit meinen nackigen Barbaren und die haben hier Bärenreiter und Zahnwachen. Gut, okay, sehr viele normale Korsaren einfach nur, aber... Das könnte gemein werden. Das könnte wirklich, wirklich gemein werden. Ich habe auch wirklich nicht die Möglichkeit, so schnell zu besseren Einheiten zu switchen. Ich brauche mehr Erfahrung. Hast du auch mal Bock? Oh, da geht's los! Und knappe Niederlage normal, aber wir haben einen Verbündeten dabei. Ich würde sagen, das führen wir. Ab geht's. Brauche eine Herausforderung. Hast du mal Bock auf Rom 2 oder Attila? Wäre schon mal ganz cool. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt Rom 2 extra starten würde. Ein historisches Total War, was ich mir auf jeden Fall mal geben würde. Also ein altes Total War, ein historisches, würde ich mir Medieval 2 mal wieder angucken, sollte ich jemals was auf dem Kanal machen. Ansonsten würde ich auf Medieval 3 warten, da hätte ich richtig Bock drauf. Oder sollten sie, ich meine, bei Rom 1 haben die doch auch eine neue Version gemacht, gehabt. Und Rom 1 war auch eins meiner Lieblings-Total Wars damals. Wenn die von Medieval 2 auch mal so eine Spezialversion rausbringen, da wäre ich auch dabei. Okay, ich schau mal, dass mein Verbündeter noch ein kleines bisschen abfängt. Die Barbaren bilden meine Frontline. Muss ich hier auf Magie aufpassen? Ich habe da aber keinen Magieworker dabei, ne? Von daher kann ich einfach in einer Line laufen. Okay, da habe ich meine Artillerie. Plänkler-Kavallerie hier, meine normale Kavallerie da. Ein bisschen extra Unterstützung. Ein paar Hunde. So blöd es klingt, meine Schwergepanzerten hinten zu lassen, aber das ist meine das sind meine kostbaren Einheiten, wenn man so will. Wäre schade, wenn denen was passieren würde. Ich sollte niemanden vergessen haben, ne? Okay. So, ich habe die Artillerie, von daher kann ich die Gegner kommen lassen und ich habe Verbündete, die noch von der Flanke kommen. Was ist gefährlich? Die Korsaren müssten nicht die Korsaren, hier die Zahnwache. Korsaren, Korsaren, Korsaren. Bärenreiter, aber auch die werde ich wohl nicht so gut treffen. Zahnwache. Auf die Zahnwache, bitte. Oh Gott, das trifft ja mal von hinten und vorne nicht. Na gut, okay. War knapper als gedacht. So be it. Die haben halt so viele Fernkämpfer mit Plänkler-Kavallerie irgendwas zu machen, vielleicht später im Kampf, aber jetzt erstmal rein. Die rennen ja voll ins Todesfeuer rein. Oh, das war ein schöner Treffer. Archeon, macht euch gleich Archeon off, ey. Und gut. Nice. Gegen Charakter, stark gegen einzelne Kämpfer. Ich glaube, da muss ich sehr nah ran, kann das sein? Hm.
Mal gucken, ob ich die Bären hier nah rangezogen bekomme. Da können sich dann meine Hellebardiere drum kümmern. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, dass Arkea noch kein Reittier hat. Okay, jetzt müssen wir stürmen. Vor allem bei den ganzen... Okay, ihr könnt mal ran. Auf die Bären bitte. Ihr haut auch mal mit auf die Bären drauf. Alter, die Menge an Fernkämpfern, das ist echt unreal, ey. Okay, die Ritter machen ihren Job. Ran an die Kameraden. Zahnwache, was? Dass ich nicht lache, Zahnwache. Okay, mit den Chaosreitern ganz ohne Scheiß werde ich eh nicht zu sehr viel kommen. Mit diesen Barbarenreitern. Ihr könnt mir mal wirklich hergehen. Aber die haben Zweihandwaffen. Okay, das geht noch. Und das sind normale Korsars. Bitte einmal reinstürmen. Chaoskrieger vorwärts. Holt mir die Bären. Na ja, komm, in die Zahnwache rein, direkt bei dir. Okay, unsere Verbündeten sind da. Bis die da sind, ist der Kampf auch schon längst vorbei, ne? Okay, die prügeln auf den Helden ein, das ist gut, auf den Boris. Hellebardiere, bitte weiter schön auf die ganzen Kriegsbärenreiter. Ah, sehr gut. Die haben auch Reiter dabei. Ist mal hier. Ich glaube, du kannst jetzt auch nicht mehr gescheit schießen auf irgendwas, ohne die eigenen Truppen zu treffen. Oh, die Chaoskrieger an der Arbeit. Wunderbar. Macht sie weg. Ja, der Kommandant kriegt gut aufs Maul, das ist gut. Oh Gott, habe ich die Ritter jetzt die ganze Zeit schon hier unbeaufsichtigt gelassen? Tut mir leid, dass ich euch nicht beachtet habe. Ritter können mal an ihre Arbeit. Wutz, einmal schön durch. Die Ritter viel zu lang vergessen. Das hat das Problem, wenn man zu viele Einheiten hat, ne? Oh, richtig schönes Sandwich hier durch die verbündeten Barbaren, die reinkommen. Ja, das sieht sehr gut aus. Auch immer wir hier eine knappe Niederlage haben. Das sieht nämlich echt, also ich, das knapp ist was anderes. Gerade keine Magie, leider. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Das hätte man sogar fast ohne die verbündete Unterstützung wahrscheinlich sehr gut geschafft. Und jetzt mit den Verbündeten ist es ganz klar offensichtlich, dass wir das hier reißen. So, die können weiterhin Bären schnetzeln. Sehr gut. So, die Chaosritter mal weiter ran. Ihr holt euch mal den Kommandanten. Der Boris, der muss weg. Your will. Charge them!
So. Die Artillerie böllert mal ein bisschen die Korsaren da hinten hinterher. Bären weg, alles gut. So, du hast ja ein Pferdchen, ne? Du verfolgst auch mal ein bisschen die Leute hier. Die Chaos-Barbaren-Reiter hier, die könnten auch ganz gut helfen. Und dann wird mal ein bisschen abgefrühstückt hier. Nicht einfach reinkommen. Du das jetzt mal. Du fährst einfach irgendwo hin. Ich weiß, ich könnte auch einfach freies Feuern ausmachen, aber... Ich könnte es auch einfach lassen. Das funktioniert auch. Ja, die hat es gut erwischt. Ach, dann nutze ich mal diese arme Seele da. Hat den Kommandanten erwischt, ja? Sehr gut. Und kriegt sie noch? Das sieht gut aus. Und... Ja, zumindest noch ganz gut Verluste verursacht. Oh, Robert Steiner, Dankeschön für die Mitgliedschaft schon seit 20 Monaten bei dir. Einen wunderschönen Abend, habe ich was Wichtiges verpasst. Nicht wirklich, wir starten gerade erst rein. Knapper Sieg, wo waren das knapp, bitte? Oh, die Chaoskrieger, die haben halt reingeschnetzelt, Wahnsinn. Ach, die Ritter, ich habe die Hälfte der Zeit lauter ins Idle vergessen und die haben so viele Kills gemacht. Das ist Wahnsinn, wie die abgehen. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Seelen und Gunst. Armee verstehen, ja, komm. Seelen und Gunst, würde ich sagen, nehmen wir mit. Wir wandeln den Pfad des Geldes. Wir starten seit einem Beispiel. In Warhammer kann das Early, also hier in Total War kann das Early Game 10 bis 20 Stunden dauern. Sagen wir es mal so. Alles ist gerade erst reingestartet. Bis zu 10 Stunden. Okay. Widerspenstige Vasallen haben sich erhoben, um eure Macht anzufechten. Sollt ihr eure Macht demonstrieren oder sie direkt herausfordern? Was? Wo ist der Unterschied? Massenhinrichtungen. Boah, das gibt Kontrolle und Führerschaft. Oder die Vollstrecker entsenden. Direktere Vorgehensweise und die Loyalität überwältigende Kraft. Mehr Tribut. Oh, Tribut hört sich gut an. Kontrolle ist, glaube ich, gerade eh nicht unser Problem, ne? Obwohl, wir sind auf Null? Ich glaube, da könnte ich vielleicht auch mal ein Gebäude dafür machen. Oh, ich habe besondere legendäre Söldner freigeschaltet. Die darf ich mir aber holen, oder? Sag mir bitte, dass ich die holen darf. Ich kombiniere mal die beiden. Obwohl, ist irgendwas anderes, was kommen die anderen erhalten können. Erstmal bleiben. Ein paar Hunde zu haben ist vielleicht nicht so verkehrt. Hier braucht es irgendwas dort drin. Ah, ich möchte nicht so viele verschiedene Arten. Ich tue mal die Hunde weg. Jawohl, darf ich holen. Ganz besondere aufstrebende Champions mit Hellebarde. Also das nächste Mal, wenn Bären kommen, bin ich bereit. Die sollten reinhauen. Hi. Auch hier? Wupp. Du hast dich Korn gewidmet. Ne, ich bin aktuell noch ungeteiltes Chaos. Und wenn, dann mache ich vielleicht ein bisschen die Zinsch-Richtung. Ja, mehr Seelen und mehr Gunst. Passt. So, ein bisschen regenerieren und dann gehen wir mal... Ey, wie Ey, wie dreist ist denn das? Die wollte ich haben. Slaughter the sheep. Straight to business. Where shall we raid next? The longships are ready. Gib mir mal den Monolith von Alterung, ja? Die geben jetzt echt einfach so. Geil. Okay, das ist nice. Das ist ja so viel besser als mit Verbündeten, die einem Sachen wegklauen. Ich hätte hier gerne, ja, Salz. Ansonsten irgendwelche anderen kleinen Gebäude.
Verschleiß dem überkommen, Salz. Das ist ja echt nice. Okay, dann gehen wir mal schnell vor. Dann habe ich mich nicht beschwert. Die geben mir das einfach so, ohne dass ich was bezahlen muss. Weil, ganz ehrlich, wenn du von KIs Siedlungen abkaufen willst, wenn du nicht andere Siedlungen zum Gegner handeln hast, das sind astronomische Preise, die von einem wollen. Das ist nicht mehr lustig. Ich würde sagen Blitzschlag, ne? Blitzschlag ist immer gut. Dann Verschleiß verbessern, Einkommen. Verschleiß und Verlust der Verstärkungsrate ist, glaube ich, ganz okay. Und dann machen wir eh das. Okay, der Prinz Orgax. Ich finde, so weiter geht er nicht dann wirklich um. Chaos Gladiator. Muss gegen Infanterie, Nahkampfangriff, Rüstungsrechte, Waffenschaden. Chaos Kommandant. Bekommt eine aktive Fähigkeit zum Verstärken von Nahkampfabwehr und Führerschaft. Das ist durchaus nice, wenn er dann eh mit den Truppen zusammenkämpft, ne? Chaos Stratege, Kampftraining wird noch weiter erhöht. Und, das ist auch nice. Eine aktive Fähigkeit zum Verstärken. Dauert 18 Sekunden. Das kann schon mal ziemlich was bringen. 24 mehr Nahkampfabwehr während des Kampfs anzumachen. Andererseits sind wir dann eh mit unseren Dingern. Aber der Strategie nochmal Verluste verstärken, sollte es verbessern und noch mehr Erfahrung zu geben. Ich mach mal Chaos Kommandant. Der wird eh mit den Truppen immer an der Front kämpfen, denke ich mal. Oder mit den, oder da er auf einem Pferd ist, wird er mit den Rittern zumindest mitreiten oder so. Schwertertreffen noch voll, bitte. Was haben wir denn hier? Male des Chaos. Gewährt diesem Charakter ein Mal des Chaos, um ihn aufsteigen zu lassen. Aufgestiegene Charaktere. Ach stimmt, so konnte ich ja quasi mich dämonisieren quasi, ne? Das mit Arkaion. Ich würde mich erstmal niemanden verschreiben. Ach, das ist für den Helden, ne? Erhabener Held des Korn, erhabener des Nörgel. Der bekommt dann noch Raserei. Der bekommt dann Giftattacken. Ich meine, Korn zu verschreiben, wenn ich ein Nahkampfheld habe, ist vielleicht nicht schlecht. Das war nicht mal dämonisiert, das ist einfach nur, dass der in die Richtung geht. Ich lasse ihn erstmal undivided. Vor allem, weil ich ja sowieso Arkeon sehr undivided lassen will. Passt, ich lasse das erstmal. Der Pfad des Ruhms kann ich erstmal. Lieber die Fähigkeiten durch, statt nur die Beschreibungen. Na gut, da kann ich auch nochmal gucken. Aber wie gesagt, ich würde den Helden nach Möglichkeit an die Wand lassen. Weil soweit ich jetzt eine Korn reinmache, wird natürlich auch der Korneinfluss stärker. Ich würde tatsächlich Arkeon tatsächlich sehr undivided lassen. Ich kann dann später noch einzelne Armeen machen, denen ich dann eigene spezielle Helden gebe. Ritus des Aufstiegs. Okay. Der hat noch eine weitere Zusatzarmee dabei. Irgendwie schon fast wie bei den Orks mit ihrem Horn. So, dann gehen wir mal noch zum brennenden Monolith. Den darf dann mein Vasall gerne haben. Man teilt ja, wo man kann. Ermöglicht magische Angriffe für Chaosritter. Das ist nice. Kurz so lange will ich es ja eh machen. Rüstung für Chaoskrieger. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht viele Chaoskrieger.
Aber die, die ich habe, noch mehr Rüstung zu bekommen, ist durchaus gut. Und ich meine, das ist ja das Erste, was ich dann... Oh, aber hier Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte wird auch wichtig. Aktuell haben wir noch nicht so viele Chaoskriege. Komm, ich mache es mit der Bewegungsreichweite, danach mache ich hier... Hier, aufstrebende Champions. Ich glaube, dadurch werden die aufstrebenden Champions richtig übel, weil die dann einfach mal zusätzliche Barriere bekommen. Die Barriere wirklich stark ist. Die sind dann extrem tanky, plötzlich. Ach komm, lass mich damit in Ruhe. Nörgelbaum macht den extrem stabil. Na gut, so, ja, soweit ich weiß, ja, für die Helden hier war es ja, glaube ich, so. Ah, ne, nicht hier. Für die Nahkampfhelden war es ja, glaube ich, entweder Nörgel oder Korn. Und für die Magierhelden war es ja, glaube ich, entweder Slaanesh oder Tsinch. Also, Nörgel macht ihn extrem tanky, ja. Gepanzert, Giftattacken. Und er hat später eine Zweihandaxt dann. Das ist natürlich auch interessant. Vor allem, da er eh mit langsamen Einheiten unterwegs ist. Und ich möchte meine Helden eh mehr Tanky haben als Damage-Dealer. Einfach, dass die lange Bestand halten bei den Truppen. Aber ich, auf diese Weise... Die Helden generieren ja trotzdem dann Einfluss, oder? Dass ich dann Nurgle Einfluss generiere. Ich würde es nach Möglichkeit unterlassen. Wie viele Charaktere da was haben. Andererseits, ein bisschen was bringt jetzt auch nicht so viel. Ah, ich sehe, die Affinitäten bringen vor allem die Rekrutierkosten, okay. Okay, so viel ist es ja gar nicht, was es ausmacht. Rekrutierkosten, Verluste, Verstärkungsraten, Unterhalt, das ist schon interessant, aber ansonsten... Boah. Ich finde es aber irgendwie komisch, dass ungeteilt so viele Nachteile hat, weil die ganzen affinen Verbesserungen, die haben die gleichen Standardwerte und noch einen Bonus drauf. Irgendwie bräuchte ungeteilt auch irgendwas, was sie besonders macht, weil alle anderen sind ja eigentlich schon fast besser. Finde ich ein bisschen schade für ungeteilt. Aber ich würde Archaon gerne so ungeteilt wie möglich lassen. Gut, jetzt habe ich diese... Ich glaube, die 10er... Zehner jetzt... Das müssten eigentlich Zinsch sein, oder? Weil die eine Barriere haben. Steht es irgendwo mit dabei, welcher Gottheit ich sie verstrobe? Okay, man sieht's an der Farbe halt, ne? Also ich glaube, allein daher kann man schon sagen, dass es Zinch ist. Vielleicht machen wir... Ich meine, wir können ja auch wirklich hergehen und unsere Kommandanten wirklich auf die Armeen spezialisieren. Dass wir sagen, wir machen da noch einen Korn-Kommandanten, einen Zinch-Kommandanten und so weiter und so fort. Das wäre eine Idee. Er ist pleased, da habt ihr es gehört. So, dann holen wir uns mal den brennenden Monolith. Easy peasy. Den darf der Vasall haben, bitteschön. Gibt's hier noch einen Vasall zum Freischalten? Ja, Tong. Aber Tong ist ja schon da. Aber andererseits, je mehr Gebiet meine Vasallen haben, desto besser. Gibt eigentlich keinen Grund, den hier jetzt großartig... Ich meine, mit einer Hauptfraktion würde ich überlegen, die am Leben zu lassen, aber so eine Nebenfraktion wie hier... Die würde ich dann einfach auslöschen. Oh, wow, Barbaren des Korn. Oh, die haben schon wunderbar einen ganz guten Rüstungswert. Lassen wir mal die Benachrichtigung weg. Bei ihnen lasse ich erstmal noch undivided. Ich bin noch am Überlegen, wie ich weitergehe. Der Kornkommandant ist für den Kornspeicher zuständig. Richtig.
La 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 la. Ich glaube, der erste Kommandant, den ich holen werde, zusätzlich neben Archeon, wird ein Siege-Kommandant sein. Und dem werde ich dann... Ja, wenn ich einen Siege-Kommandant mache, dann würde ich einen normalen Chaos-Dude holen und einen Hexer dann auf Siege beschwören. Und dementsprechend... Hat der Turm der Pein was für uns? Nicht wirklich, ne? Hat er eine goldene Pyramide? Und das hier, ja, ich sehe keine goldene Pyramide. Ich sehe das hier gar nicht. Ja, die gehen zum Turm der Pein. So soll es sein. Das sage ich nicht nein. Und ich werde in der Zwischenzeit ganz unauffällig zur heulenden Zitadelle ziehen, weil Vasallen zu verbessern hin oder her, die Zitadelle will ich haben. Ey! Ich kann die echt warnen, dass die das Gebiet verlassen. Interessant. Stimmt, das gab es ja als Funktion. Okay. Wo ich glaube, Kommandanten kann ich doch bestimmt auch dann den Göttern widmen. Cool, da fehlt ein N. Das müsste Kornsen sein. Diese Flasche sind bei dem Kollegen eher das Problem. Ja, Zerfleischer könnten gemein werden. Ich glaube, ich bräuchte... Was war es? Magie oder Feuerangriffe? Ich glaube, ich bräuchte Magieangriffe, ne? Um der Ehre physische Resistenz zu umgehen. So, was hat er in seiner Zitadelle? Das ist nicht viel. Da könnte ich einen kleinen Überraschungsangriff machen und ihm seine Zitadelle wegnehmen. Sowas Gemeines würde ich natürlich niemals tun. Ich kann immer noch nichts aufwerten, ist doch doof. Kriegsschrein des Chaos. Stimmt, die haben ja auch noch gebufft, glaube ich. Tja. Alle gingen sie in die Schlacht. Nur einer blieb zurück. Das soll mal einer verstehen, ne? Ich glaube, ich bin zufrieden mit der Runde. Sehr viel mehr kann ich jetzt nicht machen. Bauen dauert noch, Forschung ist. Weiteren Kommandanten. Ich meine, ich habe Geld in Hinterhand. Ich könnte einen weiteren Kommandanten machen. Überirdische Reflexe. Alter Falter. Halsband des Korn. Ja, das sieht mir auch wie ein Korn-Dude aus. Kornautorität. Und da sieht man schon mal, wer in welche Richtung gehen will. Charaktererfahrung. Schatten. Metall. Lehre des Todes. Aktuell noch niemand dabei, wo ich sagen würde, dass mich das extrem... Ich meine, okay, wenn ich jetzt nach der reinen Lehre gehen würde, abseits von Affinitäten. Was für ein Hexer hätte ich denn gerne? Feuer ist nie verkehrt. Schatten ist, glaube ich, auch sehr stark. Vor allem wegen diesem Pendel, das es da gibt. Metall, solange es nicht Balthasar Geld ist, ist Metall nur bläh. Tod ist aber auch nicht schlecht. Aber ich würde zwischen Feuer und Schatten hin und her überlegen, wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden könnte. So. Ich würde mit meinem Angriff vielleicht noch warten, bis die weg... Beziehungsweise die Armee von ihm ist weit weg. Bis sie zu mir kommt. Okay, ja, der könnte aber herkommen und mir meinen schönen Monolith-Mike machen. Aber gut, mein Vasall könnte sich um ihn kümmern.
Selbst wenn er nicht besiegen kann, kann er ihn verletzlich schwächen. Ohne seine Hauptzitadelle wird er wahrscheinlich auch seine Einheiten nicht unterhalten können. Ich würde diesen gewagten Move dennoch wagen. Hast du das neue Chaos DLC? Ja, ich hab's schon. Ich habe jetzt zwar keinen der neuen Kommandanten gespielt, aber ich hab's mir trotzdem mal geholt, einfach. Der Vollständigkeit halber. Handelsabkommen mit einer. Ja, gut, okay. Ich hätte eigentlich mehr Geld rausholen können. Egal. Mehr Bewegungsreichweite. Das ist doch supi. So, dann machen wir mal die verbesserte Chaos-Rüstung. Da will er jetzt hergehen und sich erweitern. Okay, einfach nur der Sicherheit halber speichere ich mal zwischen den Hauptspeicherstand und würde sagen, irgendwie ist der putzig, aber ich möchte die Zitadelle haben, es tut mir leid. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber andererseits, die sind gerade mitten am Betteln mit diesen Typen da unten. Der hat seine Sachen schon verloren. Der hat seine Armee schon verloren hier unten. Ja. Der baut sich jetzt gerade neu auf. Ich muss das Ding nicht mal stürmen. Ich kann ihn im Falle auch einfach aushungern. Er hat nicht viel. Ich könnte so schon mit einem knappen Sieg gewinnen. Und ich glaube nicht, dass der noch was anderes hat. Das sollte funktionieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Viel muss im Krieg gewagt werden. Ja, lass mich in Ruhe. Muss ich auf Kämpfen klicken. Ich bin ja wahnsinnig. Okay. Ein Chaos-Schrein für Hexe. Finde ich gar nicht mal so wichtig, weil ich werde meine... Ich glaube, ich werde nur Magier-Helden machen und denen dann Krieger-Kommandanten geben. Hier diese erhabenen Helden dazu. Das klingt nach einem Plan. Ansonsten würde ich mal sagen, alles andere ist gar nicht mal so wichtig. Das Ding für Kontrolle könnte nützlich sein, aber muss nicht unbedingt. Ich würde vielleicht wirklich... Ungeteilte Chaos-Korruption ist natürlich auch nicht schlecht. Und natürlich Unterstädte und erkennen und Seuchen vermindern. Gunst aus allen Gebäuden für die lokale Region durch die Pferdescheune und die Chaosritter. Ja, das möchte ich aber auch. Ja, machen wir erstmal das. Haben wir Held. Ja, bitte mehr Gunst und. Wachstum kann erstmal bleiben auf dem Level. Moin, Diodora. Hey. Er kommt sogar raus und aus dem knappen Sieg wird ein entscheidender Sieg. Okay, kein Ding. Das machen wir einfach per Autoschlacht schnell. Besetzen und Vasallentum. Machen wir mal Besetzen und Vasallentum. Unterwerfen, wenn es keine... Nicht, das ist eine Zitadelle. Ich glaube, ich habe jetzt so schon Vasallen gemacht, oder? Ist die Fraktion jetzt ausgelöscht? Das wäre schade, weil ich hätte die ja tatsächlich sogar vasallisieren können, ne? Ah, ich habe sie, glaube ich, oder? Das ist doch jetzt mein Vasall, oder? Moment. Wäre es besser gewesen? Ist das jetzt der Vasall? Habe ich den jetzt bekommen? Oder wäre es anders gewesen, wenn ich... Ja, das blutige Schwert ist jetzt ausgelöscht, ne? Wenn ich jetzt gesagt hätte, diese Fraktion unterwerfen, hätte ich dann genau diese Fraktion bekommen oder hätte ich auch die hier bekommen? Das ist ja, glaube ich, eine andere Fraktion, ne? Weil im Falle hätte ich die vielleicht vasallisiert, hätte den... eine andere, anderes Ding geholt und hätte mir die schwarze Festung geholt von denen, dass die noch weiter existieren können. Weil diesen Großhafen beispielsweise können die von mir aus haben. Da ist jetzt nichts, wo ich haben will.
Wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich das vielleicht doch lieber so gemacht. Da hätte ich nämlich noch einen Vasall mehr. Wäre das eine Möglichkeit gewesen, noch einen Vasall mehr zu bekommen? We ask, but remember who it is you speak to. Weil wenn ja, dann würde ich das gleiche nochmal machen und das nochmal kurz den Fehler korrigieren. Weil das so schnell ist, so wichtig ist mir die Zitadelle nicht, die kann ich später dann immer noch eintauschen. Aber wenn ich einen Vasall mehr bekommen kann, jeder Vasall ist wichtig. Wisst ihr was, ich speichere einfach mal und gucke mir das selber an. Wird sich da was ändern? Das ist der automatische Speicherstand, bevor es zu dieser Auslöschung kam. Ja, mittlerweile müsste ich eigentlich genug. Ja, mittlerweile könnte ich mir den Seelen wirklich mal Boni aktivieren. Jetzt müsste ich es mir leisten können, so langsam. Das würde mich jetzt echt mal einfach interessieren. Ob ich auf diese Weise die Fraktion noch als Vasall dann behalten kann. Ein Vasall mehr ist ein Vasall mehr. Gerade mit den Chaos-Fraktionen sind Vasallen ja wirklich eine Währung. Ja genau, einfach beenden und gut ist. Du hättest die Tong unterworfen, aber du kannst die anderen in der Ruine... Okay, ich schau's mir einfach mal an. Stimmt, die Tong bekomme ich dann, ne? Weil die habe ich vorhin nicht bekommen. Jetzt haben die mich nicht angegriffen. Ja, komme ich eben selber. Was soll's? Aber ich kann die Tong mir auch später holen, ja? Du kannst die in der anderen Ruine auch wieder erwecken. Ah, ich kann die woanders auch holen, ne? Okay, dann mache ich es mal einfach mal zum Test. Ah, ne, Moment. Ne, ich bekomme genau diese Fraktion. Als Vasal. Die Tong bekomme ich dann ebenfalls noch. Ich habe die jetzt vasalisiert. Interessant. Ich glaube, damit fahre ich doch mal weiter. Das sieht doch gut aus. Das könnte interessant sein. Dann hole ich mir das hier unten. Obwohl, hier kann ich mir auch die Tong holen, ne? Was? Nein, wenn du unterwirfst, bekommst du die Fraktion, die du besiegt hast, wenn du... Okay, ja, es ist doch gar nicht mal so schlecht, so eine Kornfraktion als Vasallen zu haben, statt nur Noska-Stämme, würde ich mal sagen. Damit kann ich leben. Aber ich muss denen mal ein anderes Heim suchen, sowas wie die Kristallspitzen. Jawohl, jetzt haben wir den Baum voll. Die Keule ich bitte. Ungeteilte Autorität, das ist eigentlich gut. Weil das erhöht dann, das verringert dann wiederum die Einheitenkosten. Stimmt, die Tong habe ich ja schon. Ja, das stimmt. Dann werde ich mal gucken, dass ich denen dieses Ding bekomme. Dafür hole ich mir die Zitadelle. Das klingt doch nach einem Deal. Charaktererfahrung. Einheitenerfahrung. Einheitenerfahrung. Ich möchte schnell Skill Chaoskrieger haben. Ja, noch eine Questschlacht. Ist in Ordnung, Junge. Ich gehe ja bald hin, aber ich möchte immer mal von den ganzen Nagedai-Barbaren weg. Wir sind ja nicht im Slanesh-Haus. So, dann gehe ich mal zu der Ruine zuerst.
Weil hier ist ja auch nichts Besonderes, ne? Und die Tong habe ich ja schon. Shoshong. Den Turm der Pein darf dann auch Tong wieder haben, dass die auch zwei Siedlungen haben. Also jedenfalls halt zumindest zwei kleine Siedlungen zu geben, ist glaube ich schon mal nicht schlecht. Dass die so ein bisschen Grund... Dass die zumindest eine Armee stellen können, denke ich mal, vom Unterhalt. Vor allem, da es schwere KI ist, können die eh ein bisschen cheaten. Von daher können die wahrscheinlich sogar eine gute Armee damit unterhalten. Okay, sehr viel mehr geht gerade nicht. Dann mal weiter. Kristallspitzen, ob es eine Zitadelle ist. Ich glaube nicht, oder? Sieht mir zumindest nicht danach aus. Zumindest alle Zitadellen haben normalerweise den Namen Zitadelle im Namen. Hauptstädte kannst du von Vasallen nicht einfordern. Was? Okay. Ach so. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit verwehrt, die Zitadelle zu holen, außer ich erkläre ihm den Krieg. Könnte ich ihm den Krieg erklären, die ihn danach wieder vasalisieren? Würde das gehen? Weil ansonsten wäre die Möglichkeit natürlich neu zu laden, bevor ich ihn ausgelöscht habe. Mir irgendwie eine Stadt hier einzunehmen, sie ihn besetzen lasse und ja, ein bisschen rumtrickse. Ansonsten würde ich ihm den Krieg erklären, den neu vasalisieren nach Möglichkeit. Oh Gott, ich kann dem Vasall gar nicht den Krieg erklären, ne? Das heißt, die ganze Zitadelle ist mir jetzt verwehrt? Das ist natürlich doof. Okay. Das ist doof. Ich hätte den gern als Vasallen. Aber ich hätte gern die Zitadelle. Okay, kurze Planänderung. Wir laden, bevor wir ihm den Krieg erklärt haben. Da gibt es eine Lösung für das Problem. Wir müssen zwar ein bisschen rudern. Das ist natürlich doof, dass das nicht geht. Dann muss ich da ein bisschen rudern, weil es ist einfach die Zitadelle nicht zu kriegen. Das ist ja doof. Ich könnte das Vasallen sein. Was? Ich könnte echt Vasallenstatus beenden. Achso, ich könnte den Vasallenstatus beenden. Wenn das geht, das wäre natürlich gut. Oh, das ist ein anderer Spielstand. Dann war das vorher. Dann war es nicht hier die 21, dann war es die 20. Habe ich da nicht schon den Krieg erklärt? Bin mir gerade unsicher. Ich will nicht diesen Spagat schaffen. Ich will den Spagat schaffen, die zu vasalisieren und gleichzeitig die Zitadelle für mich zu haben. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. Darauf kann ich in Zukunft mal achten. Ich muss aber bloß meine Strategie drauf anpassen. Sollte funktionieren. Alles easy peasy. Das war vor der Kriegserklärung, ja? Alles klar. Gut, dann lassen wir das mit dem Krieg und machen erstmal die Bären-Dudes weg. Dann gehen wir weiter, nachdem wir die Bären-Dudes haben und holen uns den Großhafen. Nachdem wir den Großhafen eingenommen haben, schenke ich den hier aus meiner reinen Großzügigkeit den Hafen. Erklären den Krieg und nehmen die Zitadelle ein. Einfach nur hier... Mentaler Spagat hier. Kristall... Jetzt muss ich mal... Okay, jetzt sehe ich die Kristallspitzen leider nicht, aber... Ja, schauen wir mal. Alreito. Ja genau, die Gunst hätte ich gerne nochmal und dieses Reitergebäude, das müssen wir nochmal machen. Der Rest ist eigentlich dann relativ up-to-date.
Kannst du Boris vasalisieren? Ich glaube, nee, also hier, nur Chaos-Fraktionen allgemein, Chaos und Chaos-Dämonen kann man vasalisieren. Ich glaube nicht, dass man, hier Kislev-Stämme vasalisieren kann. Das wäre komisch. Boris kommt nur mit genug Wodka mit uns mit. Kurz in Lagerstellung, ein bisschen vor. Da haben wir nochmal einen Boris und niemand sonst. So einfach ist es gar nicht, den loszuwerden. Barbaren des Korn. Barbaren des Korn sind wirklich besser gepanzert und haben mehr Angriff. Die sind einfach allgemein stärker, die Barbaren des Korn. Ah, die haben aber weniger Nahkampfabwehr. Die sind also wirklich zum Durchbrechen, weniger zum Linie halten. Okay, zum Linie halten sind die Kasperbaren eh nicht da. Die können wenigstens ein bisschen was anrichten mehr. Andererseits, dafür, dass ich weniger Nahkampfabwehr habe, wieder mehr Rüstung. Das gleicht sich schon ein bisschen aus. Was für eine Wachskaserne? Achso, Wachkaserne. Ah, ja, stimmt. Garten des Chaos müsste ich jetzt mittlerweile mal machen können. Furien. Ja, wisst ihr was? Nehmen wir. Alles gut. Jetzt habe ich zwar minus 50, aber ich bekomme doch, glaube ich, auch... Ja, durch die Vasallen alleine schon 50. Also das ist auf jeden Fall selbstfinanziert. Und dann kriege ich mal ein paar Furien in die Armee. Das hätte ich zumindest lieber als die Chaos-Warband-Reiter, die mir eh nicht wirklich viel bringen. Obwohl, wenn ich den per Warband-Upgrade ja dann zumindest zu Rittern machen kann, wäre das auch nett. Streit wegen, nö. Nö, 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 nö. Trolle, nö. Man kann Boris unterwerfen. Unterworfen können, aufgegern, Vasall durchbesetzen, Vasall können das nicht. Onkel Iro, danke schön für die Mitgliedschaft übrigens und willkommen als Herzog auf dem Kanal. Du hast jetzt auch das tolle Herzog-Profilbild, was bei Ratte anfängt und beim Wolf endet irgendwann. Ah, da geht's schon wieder los. Moment. So. Man kann alle Fraktionen unterwerfen und zu Vasallen machen. Interessant. Da haben wir einen Boris. Und dann ist noch der Turm der Pein da. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen uncool. Ich würde mal gerne warten, bis mein Vasall wieder... angegriffen hat. Hier, greif mal bitte an. Den Turm der Pein. Und ich komme dann mit. Bis dahin... Weil ich glaube, gegen die Armee schaffe ich es. Vielleicht auch nur ja, gegen den Kommandant, der mitkommt, auch noch. Aber die Garnison dann noch dazu? Das sind dann anderthalb Armeen. Obwohl, 16... Wenn ich die Hälfte meiner Armeen aus Chaos-Barbarisch bestehen würde, wäre ich ein bisschen selbstsicherer. Ich könnte aber mal ein bisschen plündern. Und hier hinstehen und mal gucken, ob ich den... Ich könnte auch versuchen, den mit Hinterhalt rauszulocken. Ah, komm, ich plündere hier ein bisschen und schau mal, ob der vielleicht auch so kommt. Vitalität im Kampf aktiv, aber das sollte noch okay sein. Passt schon. Wir machen gerade den ein oder anderen Spagat für unser Chaos-Imperium. Aber ich hätte gerne mal... Ich habe mir das Ziel gesetzt, so viele Vasallen wie möglich zu haben. Alles, was ich unterwerfen kann, wird unterworfen. Ich hab Blitzschlag mit A. Stimmt, habe ich schon Stufe 3 Blitzschlag? Ich habe schon Stufe 3, oh mein Gott. Normalerweise mache ich den... Ah, ja, das... Oh, na, jetzt ist er drin. Ja, jetzt lade ich auch nicht, deswegen. Interessant. Ich hätte den tatsächlich bei Blitzschlag raus... Ah. Okay, alles klar. Ich habe schon Stufe 3 Blitzschlag gehabt. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ich nur in Stufe 1 habe und das nicht reicht. Gut, in Zukunft mal lieber einmal mehr gucken. Ich meine, ich könnte... Was, ich bleib einfach mal opportunistisch hier stehen und warte auf den richtigen Zeitpunkt. Passt. Ja gut, okay. Es vergeht gerade eine Runde nach der anderen. Das erinnert mich tatsächlich an die alte Chaoskrieger-Kampagne vom 1er Teil noch. Wo du wirklich, keine Ahnung, 30, 40 Runden nur mit einer Armee rumgelaufen bist und rumgegurkt bist und auf der Flucht warst für riesig großen Armeen, die verfolgt haben.
Entschuldigung, wir reden nicht auf gleicher Augenhöhe, ja? Damit wir das schon mal geklärt haben. So, Chaoskrieger haben nochmal 10 Rüstung mehr. Nice. Ekelerregende Heimsuchung. Forschungsrate. Ah, wir haben schon Stufe 4. Noch eine Stufe mehr und ich kann die zu Chaoskriegern machen. Die sind schon soweit. Nice. Steht wo. Kommt der hier wirklich mit einem Ein-Mann-Kommando hier an? Er macht erst jetzt seine Armee, das dauert ja ewig. Dungspur. Ach, das ist der Typ, der sehr, sehr viel größer mit. Guten Tag. Ja, Dungspur. Alle Autoritäten plus 1. Das hört sich gut an. Und ja auch alle. Ja, okay. Mach mal, dämonischer Bakt. Ah, belagern könnte ich auch, dass er rauskommt, aber der hat mir schon ein paar zu böse Sachen für meinen Geschmack. Ich warte hier. Schau, ich hatte gehofft, bald für die Upside-Down-Arkeon-Mod. Also ich wollte jetzt nicht übertrieben Mod gemoddet spielen. Also ich möchte mir die Vanille-Erfahrung halbwegs angucken. Aber es hört sich eher nach einer Mod an, die sehr viel verändert, oder? Was sind die Upside-Down-Arkeon-Mod? Streit mit den Champions. Ja, bitte. Einheiten Erfahrung für Armeen. Und die nächste Questschlacht ist in Ordnung. Oder ist das vielleicht sogar die von vorhin immer wieder? Ne, 25 sind wir jetzt. Der steht halt die ganze Zeit da. Jetzt bekämpfen wir uns gegenseitig. Ich meine, ich könnte meinen Helden mal vorbeischicken irgendwann. Herr der letzten Tage, Eisenherzen für Vitalitätsverlust, Geschossresistenz. Ah, zuerst meine Truppen verbessern. Ach, das hab ich noch gar nicht gemacht, um Gottes Willen. Truppen verbessern oder Magie? Magie ist halt schon nice, aber schon mal meine nicht-dämonische Infanterieeinheiten, also meine ganzen Chaoskrieger und Chosen und alles mögliche und die Chaosbarbaren zu verbessern und dann später noch die Ritter. Und Rüstung und Nahkampfangriff ist nice. Dämonische Nahkampfeinheiten. Dämonische fliegende Einheiten. Nicht dämonische Kavallerieeinheiten, das brauchen wir auf jeden Fall. Alle Infanterieeinheiten noch in der Kavallerie, die werden schon echt stark. Rein grafische Mod. Also das Upside Down Arkeon, genau das, was ich mir drunter vorstelle, ja. Dass der tatsächlich, zumindest auf dem Reittier kann ich mir vorstellen, dass der einfach verkehrt rum drauf sitzt, aber das ist zu Fuß schwierig vorzustellen gerade. Da hatte ich ja noch gar nicht eine geteilte Autorität. Ja, das hatte ich, das ist gut. Vorgeoff. Also Nispelnder Chaos-Kommandant, ey. Let's bring ruin to the enemy. Alter, ernsthaft, was ist denn das für ein Ring der Erstklässler, ey? Der kommt mit ohne Armee, der bringt zwei Einheiten mit. Was ist denn da los? Oh, jetzt habe ich, ganz ehrlich, ich mache mir jetzt einen weiteren Kommandanten. Ungeteilte Autoritäten. Ja, ich hätte jetzt aber gerne Metalltod. Schatten hätte ich gerne. Aber Nurgle, ich wollte eigentlich keinen Kommandanten haben, der gleich auf Nurgle geht. Oder wollen wir vielleicht doch einen, ganz ehrlich, wir können auch sagen, dass unser erster Kommandant Nurgle, aber auf kurz oder lang werde ich für alle Zinch. Ein Feuerkommandant.
Ich meine, ich kann natürlich auch zuerst in die Nörgelrichtung gehen mit einem der Hexe. Zinsch für später aufstellen. Ich meine, der Zinsch wäre auch nicht schlecht, früher zu machen. Ich meine, ich kann auch einen Feuermagier machen, die sind auch gut. Schlicht und ergreifend, weil ich damit dann eben auch schon die Einheiten von Archeon später, die Zinsch-Einheiten von ihm dann geben kann. Schattenlehre für Nörgel ist auch nicht schlecht. Was meint ihr? Nörgel oder Zinsch als ersten Kommandanten? Wenn, hätte ich schon gerne gleich eine Verschreibung. Ach, der Kopf wird gedreht. Oh Gott. Moment, das bedeutet, dass er dann... Genau, Außerkunde und Chaosbrüste. Genau das habe ich vor. Das ist ja Archeons Ding. Zinsch. Ich bin für Carpador. Alles klar, Tobi. Ist notiert. Ich meine, ich hätte schon Bock auf einen Schattenhexer, keine Frage. Aber Feuer, mit Feuer macht man nie was verkehrt eigentlich. Feuer geht immer. Feuer passt vielleicht nicht so sehr zu Zinsch. Da hätte Schattenlehre wirklich besser gepasst. Aber gut, Nörgel mit Feuer, das passt noch weniger. Ohne Scheiß, weil das ist die Regenerationsfähigkeiten und Feuer, das verträgt sich nicht wirklich. Zumindest wenn Gegner Feuer drauf machen, aber Friendly Fire könnte auch ein bisschen hier und da passieren. Gerade bei diesen Flächenzaubern. Okay, bis jetzt niemand groß was gesagt. Gut, dann hole ich den Zinsch, Dude. Rekrutiert. Was darf ich alles? Warum darf ich mit dem... Moment mal. Hat Archeon die auch? Also ich habe hier nur die Second-Hand-Ware. Der Typ darf hier schon rekrutieren, was das Zeug hält. An geilen Zeug. Okay, soll... möchte ich jetzt mit Chaoskriegern anfangen? Die kosten halt schon ordentlich. Ich glaube, ich fange trotzdem mit Barbaren an. Und werte die auf. Einfach, um es mit den Kosten nicht zu übertreiben. Konnte ich bei den Warbands auch die Chaoshunde... Ne, die Chaoshunde konnte ich nicht zu speziellen... Bei den Chaoshunden Gift könnte man eigentlich meinen, dass die wahrscheinlich zu Nörgel gehören, aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Na komm, dann nehmen wir Chaosbarbaren und machen die zu Zinschbarbaren und machen dann den Weg eigentlich separat entlang. Die kann ich doch jetzt dann ändern. Das Lustige ist, man kann das nicht mehr rückgängig machen. Wenn die dann einmal zu Zinsch geworden sind, dann bleiben sie. Und gut, dann muss ich erstmal Arcanes Brandeisen entwickeln. Gut, ist ganz gut, dass wir erstmal Truppen sammeln. Passt schon. Die Furien, ist es... Was für eine Truppe ist das? Ich glaube, die haben gar... Ich glaube, die sind undivided. Bei Zinsch könnten wir auch Chaos-Barbaren-Reiter machen. Und die werden dann zu diesen geilen Chaos-Rittern. Das ist schon nice. Obwohl die Frage ist, auf was wir bei Zinsch gehen wollen. Normale Chosen oder sonst irgendwas? Oder wollen wir da eher auf Monster gehen? Aber bei Zinsch, also wenn wir schon eine Zinsch-Armee machen, dann würde ich ja wirklich sagen, mit diesen aufstrebenden Champions und Chaos-Rittern. Also das, da würde ich wirklich, da würde ich nochmal eine sehr physische Armee machen, ähnlich wie bei Archeon mit Rittern und Chosen quasi. Einfach weil die bei Zinsch so gut sind. Aber bei Nurgle und Korn würde ich ein bisschen anders agieren vielleicht.
Obwohl, bei Korn eigentlich auch auf Außerkorne, ne? Aber bei Nurgle können wir vielleicht ein bisschen Monster mit einbauen mischen und sonst irgendwelche lustigen Sachen. Obwohl, bei Korn können wir auch ein paar Dämonen mit einbauen, warum nicht? Nahkampfinfanterie und Dämonen oder sowas. Aber Zinch würde ich ähnlich wie Arcan machen. Vor allem, weil die aufstrebenden Champions für Zinch echt gut sind. Ich bleib erstmal dabei, passt schon. Boosten die Gebäude bei der Festung. Nee, ich glaube, das ist wirklich wie bei den Vampirfürsten, dass das Gebiet, je nachdem, immer abhängig ist davon, was für Einheiten du bekommst. Sieht nicht sehr stark danach aus. Norska. Ein Handelsabkommen. Puh, so gerne ich mit euch auch wirklich... Ja gut, wir können erstmal handeln. Ist ja nicht Angriffspakt. Aber ich will euch dann auch unterwerfen, ne? Das ist nur mal gesagt. Ich guck vorbei bei euch. Ja, wir stehen jetzt weiter hier fröhlich. Ist doch nicht mehr lang, dann kann ich die Chaoskriegerzahl erhöhen. Also wenn ich diese drei noch erhöhen kann, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, hier anzugreifen. Ansonsten würde ich mal sagen, können wir uns mal mit dazu bewegen und unterstützen. Und auf dem Weg dahin einfach noch ein paar weitere Chaosbarbaren rekrutieren. Wisst ihr was? Ich hol mal Chaoskrieger. Die kann ich ja dann Arcan einfach geben. Warum eigentlich nicht? Genau wie Chaosritter. Wäre eigentlich blöd, wenn ich schon mal einkaufe. Ich kann was von der Einkaufsliste gleich mitbringen, ne? Ja, geh den Weg. Übrigens, den könnte ich auch mal sagen. Ich habe es jetzt nur dem unten gesagt, dass er angreifen sollte. Er jetzt ebenfalls. Ne, Moment mal, ich hab dem da oben gesagt und dem da unten nicht, ne? Hat er überhaupt eine Armee aktuell? Ach, die ist da hinten. Ja gut, bis die da ist, ist es eh vorbei. Ich kenne Borodian, Hinterhalt wäre auch eine Idee. Das ging mir auch schon durch den Kopf. Könnte ich auch mal versuchen. Kurz was gucken. Okay, passt. Alles gut. Hallo, Olaf. Militärischer Zugang. Aggressor zur See. Militärischer Zugang. Ich meine, das ist nicht Angriffspakt. Ja komm, machen wir einfach mal. Er gibt mir auch 200 Tribut für. Versuchen wir es mal. Ich mach mal Hinterhalt. 45 Münzwurf mit ein bisschen negativ. Ist okay, ist gut genug. Kriege ich hier was? Nichts mehr, was mich interessieren würde. Okay, weiter geht's. Ich denke gerne noch ein bisschen mehr in der Richtung. Okay, ich mache den Hinterhalt mal in meinem Gebiet. Ich bin nicht so der Freund von Verschleiß. Gucken, ob die Armee vielleicht doch rauskommt. Jetzt habe ich zwar nicht mehr so viel Einkommen, weil ich nicht mehr plündere, aber wir wollen doch einfach nur, dass er irgendwie rauskommt.
Hinterhalt verhindert. Ja, gut, 45%. Ja, gut, okay, ist ein Held daneben, aber. Soll ja trotzdem funktionieren. Junge, chill. The storm of chaos gathers. Dominance. The gods direct me. Leute gegen die Armee Erfolger sind unterschiedlich. Gut, weg von dem Helden ist so eine Sache. Gut, dann gehe ich mal dahin. Dann mache ich jetzt den Hinterhalt. Ich weiß nicht, ob das noch nah genug ist, aber ich habe so diesen Umkreis. Das sollte eigentlich funktionieren. Mit 45%. Auf Nahkämpfer mit Zinch siehst du kein Land. Ich glaube, du hast noch nicht den Doomstack gesehen von den aufstrebenden Champions. Außerdem hat Zinch auch sehr, sehr gute Ritter. Also diese schwebenden Ritter, die sind extrem gut. Aber ja, die aufstrebenden Champions von Zinch sind einfach nur hoffnungslos OP mit der extra Barriere, die man ja erforschen kann. Nö. Hinterhalt verhindert. Und das ist wieder der Held dran, ne? Okay, ich versuche den mal irgendwie zu meucheln. Ah, jetzt kommt er trotzdem raus. Ah, jetzt kommt mein... Okay, halt, halt, halt. Wir brauchen gar nichts mehr mit Hinterhalt zu probieren. Ich komme mal näher ran und helfe dann meinen Verbündeten, sobald er angreift. Okay, beeil dich. Dann wird mal ein bisschen ausgetauscht. Einmal Chaosritter mehr und einmal Chaoskrieger mehr. Das gefällt mir. Und dafür kannst du, will ich ihm was geben? Dafür erstmal nicht. Ich möchte erstmal Arkan so stark wie möglich machen. Du kriegst einmal hier und einmal da. Dafür hätte ich gerne dies hier. Vielen Dank. Du kannst wieder gehen. Die aufstrebenden Champions sind umgeteilt. An sich schon, aber da gab es auch eine Zinch-Version von. Ich muss gerade mal gucken. Ah, nee, Tatsache. Ah, verstehe, dann war das so. Weil man kann den aufstrebenden Champions eine Zinch-Barriere geben, aber sie sind immer noch ungeteilt. Interessant. Apropos, danach mache ich übrigens mal das, dass ich die Sachen machen kann. Hier, genau, Trefferpunkte für aufstrebende Champions. Das heißt, sie sind dann immer noch ungeteilt, aber sie nicht... Ah, verstehe. Was war dann noch gut bei Zinch? Ich guck mal eben bei den Warband-Sachen. Ich meine, ja, diese Ritter des Untergangs waren halt richtig gut, soweit ich das noch weiß. Ich weiß das, weil ich die sehr oft bei mir schon mal drin hatte mit anderen Fraktionen. Die Außerkorn, gut, Außerkorn sind immer okay. Und die Brut. Ich meine, okay, gäbe es noch dem. Gäbe es Zinch-Dämonen? Ich meine, diese Fernkampf-Dämonen wären natürlich ganz cool. Die legendären Aufstrebenden sind. Ja, gut, stimmt, ja. Die könnte ich ihm auf jeden Fall geben dann. Zinch hat tatsächlich fraktionstypische aufstrebende Champions. Der Krügast Fluchhasser. Ich meine, wir könnten natürlich auch mit Bündnissen arbeiten, aber ich kriege meine Boni nur durch Vasallen, ne? Von daher nö. Gut, da könnte man sich jetzt denken, wofür mir der gesamte Diplomatiebonus überhaupt was bringt. Gut, mit den Hauptfraktionen würde ich mich gerne gut tun. Mit den Chaos-Hauptfraktionen. Und natürlich habe ich dann natürlich die Sicherheit, dass mir niemand in den Rücken fällt, während ich alle meuchel hier. Also hat durchaus schon seine Vorteile, dass wir den ganzen Diplomatiebonus bekommen. Das Lustige ist, mit der Anzahl der Vasallen bekomme ich ja mehr Diplomatiebonus, ne? Das ist aber natürlich super, wenn ich dann mich mit den Hauptfraktionen von Chaos dann verstehen will. Sofern die noch überleben, weil das passiert ja auch sehr häufig und sehr gerne. Jumega Boon.
Okay, eine Runde warte ich noch. Ich habe einfach meinen Zauberer bekommen. Hexe des Chaos Feuer. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor. Was mache ich mit dir? Ich könnte dich verwunden, Armee blockieren, Technologie stehen. Oh Gott, die Armee-Eigenschaften sind auch doof. Ja gut, okay. Wenn ich einen Kommandanten haben will, der Korn ist, dann geht er eh nichts an drumherum, dann so einen zu machen. Da kann ich dann den Feuerhexer mit beiordnen. Auch wenn ich den Hexer an sich nicht auf Korn spezialisieren kann. Ne? Das ist Zinch. Zinch, Slanesh. Das ist ein extra Zinchlor. Interessant. Okay. Die Runde war schon. Gut. Nein. Kommt einfach hinter und holt sich. Okay, gut. So kann man das auch machen mit dem Hinterhalt. Dann hole ich mir den mal eben fix. Oh, gut, und in der Zwischenzeit holt sich mein Verbündeter zwar den Turm der Paar. Soll mir recht sein. Macht keinen großen Unterschied. Wobei. Ich könnte mich zum Monolith zurückziehen. Die Armee einfach hier draußen rumstehen lassen. Mir jetzt den Turm der Pein selber holen. Solange niemand drin ist. Mache ich das mal so. Du kommst weg. Ich gehe runter. Hol mir die Siedlung. Wer das hier einfach unbewacht zurücklässt, ne? Weil ich kann ihn jetzt unterwerfen und das wollte ich eigentlich machen. Das ist auch ein... Ja, guck mal einer an. Und jetzt ist die Armee mein. Wie praktisch. Wie durchaus praktisch. Stimmt, ein großer Vorteil, den wir noch haben durch Vasallen, ist natürlich, dass wir... Aber ich glaube, Vasallen und Unterworfene sind verschiedene Sachen, ne? Ich glaube, die zählen nicht zu den Vasallen dazu für meine Fraktion, aber trotzdem ist es ganz cool. Aber so haben wir die Armee gespart und die bleibt jetzt noch hier. Ah, der Hafen wurde jetzt von denen hier geholt, aber das ist mir egal, den erkläre ich dann bald den Krieg. Apropos. Fangen wir schon mal die Zinsch-Verbesserung an zu machen für unseren Kommandanten. Ich würde einfach mal warten für den Pfad des Ruhms. Ungeteilt. Rang 5. Okay, das ist ja nicht die Welt. Dann gucke ich einfach mal, was ich machen kann dann mit ihm. Arbal. Du wirst dich dann später dem Korn oder dem Nurgle-Kommandanten anschließen, weil das sind ja der Nahkampfhelden. In der Zwischenzeit kannst du ja schon mal Erfahrung sammeln, indem du einfach irgendwo rumsabotierst oder so. Kannst du den Dämonenprinzen über die Diplomatie konföderieren? Ich glaube, im Hauptfraktion... Ich bin mir gerade unsicher. Ich würde mal nicht einfach irgendwas sagen. So, während die Runde jetzt gerade am Laufen ist, nutze ich das mal für eine kurze Toilettenpause. Gleich wieder da. Already told me your offer, but I will hear it from your lips all the same.
So, dala, wieder da. Momentchen kurz. So, jetzt aber wieder da. Eben noch Tür zugemacht. Das hat mich ein bisschen genervt. Konföderationsbuhlen, die können sehr schnell aus. Ah ja, Konföderation ist immer so eine Sache. Hoppala. Nicht wundern, ist gerade eine Wasserflasche. Nee, es ist keine Sorge, es ist alles Wodka. Das habe ich in Sodas drin getan, dass auch Kohlensäure drin ist, ne? Deswegen sprudelt das so. Pack zwischen den Stämmen, ja? Ja, okay, warum nicht? Handelsabkommen kann man immer mal machen. Okay. Erstmal einen Dudelsack aufmachen hier. Okay, alles klar. Passt. Den Großhafen gebe ich denen hier. Oh, das ist eine größere Fraktion, wenn ich das richtig sehe. Gut, dann mache ich erstmal die platt. Nächste Runde erkläre ich den Krieg, dann kann ich auch gleich rein. Okay. Da ist der Boris. Immerhin den Turm der Pein durfte er behalten. Ist das nicht schön? Ja, wisst ihr was? Ich warte mit der Kriegserklärung noch. Ah, guckt mal einer an. Wir können den ersten zu Chaoskriegern machen. Wir haben schon dreimal Chaoskrieger. So, ich hätte ja gerne einmal welche mit zwei Handwaffen. Ich meine, wir haben einmal mit Hellebarden, wir haben die normale Frontline. Wir haben ja nochmal auf dem Champions. Mit Hellebarden haben wir schon mal das zweimal Antikaff. Hier mal zwei Handwaffen, Infanteriekiller zu haben, ist nicht schlecht. Okay. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Diplomatische Strafen hinterher. Ich würde sagen, einmal hier aufstellen. Oh mein Gott, hat der eine Truppe hier aufgestellt. Nörklinge, blauer Horror. Lalalalalala. Das könnte ein bisschen unangenehm sein. It is corrupt. Despoil and ravage. Ich muss gestehen, es wäre mir ziemlich unangenehm, wenn der jetzt hergeht und mir meinen zukünftigen Vasallen einfach wegknüppelt. Ich müsste mal aufpassen, dass da nichts passiert. Bei denen würde ich gerne noch vasalisieren. Okay, hier ist noch alles in Ordnung. Wir sind hier gerade auf Pokémon-Tour, ja? Wolltest du dich nicht mit den Chaos-Hauptfraktionen gut stellen? Ist das eine, Brocky? Die hier? Ich muss mir gleich nochmal den Kommandanten angucken, nicht, dass ich mich erinnere. Es ist Kygas, das sagt mir jetzt nichts. Und
Oder Kygast? Ah, Kygast. Es gab... Ne, Korn war die eine. Zinch war er. Nörgel war der Typ. Wen vergesse ich gerade? Slanesh war auch ein anderer. Ne, das ist, glaube ich, keiner von denen, oder? War das nicht einer von den Hauptfraktionen von den legendären Lords? Eigentlich nicht, oder? Müsste keiner sein. Ach, das sind Chaosdämonen. Stimmt, Chaosdämonen, da bin ich mir unsicher. Ah. Stimmt. Aber wenn dem der Fall ist... Hauptfraktion schön und gut. Ah, der Dämonenprinz. Oh, ich bin gerade im Überlegen. Was meint ihr? Wir können die doch trotzdem, die können die doch bestimmt unterwerfen. Okay, ich meine, Hauptfraktion Diplomatie ist zwar auch schön. Kristallspitzen, war das eine Festung? Ja, es ist tatsächlich eine Festung, oder? Ja, es ist ein Standort für eine dunkle Festung. Ich glaube, es sprechen immer mehr Fakten gegen Kygast. Es tut mir leid, Kygast. Aber ich glaube, die Fakten sprechen gegen dich. Schauen denn die Barbaren des Korn mit Doppelwaffen aus, ey. Die sind ja lustig. Ich bin für wegmorschen. Schlicht und ergreifend. Weil da eine schwarze Festung ist, dann kann ich meinen Plan mit dem Vasallen hier noch zu Ende bringen. Ansonsten muss ich dann nämlich auch Stopp machen. Aber Utwin, einzigartiger Kommandant. Gut, im Notfall kriege ich das Ding auch per Handel, ne? Er mag das übrigens überhaupt nicht, dass ich hier mit den diesen Kislev-Typen da, dass ich die vasallisiert habe. Gut, einzigartiger Kommandant. Ich meine... Ja. Ja, gut, okay, er kann seine schwarze Festung behalten. Dann müsste ich aber trotzdem noch irgendeine... Der brennende Monolith gehört ihm, das gehört ihm. Ich kann da nicht wirklich einfach. Ja, dann muss ich das blutige Schwert von Korn wahrscheinlich leider kaputt machen. Dann lassen wir den Prinz mal. Und gehen zur heulenden Zitadelle über. Und kommen von zwei Seiten. Ach, ich kann ihn konföderieren. Ja gut, okay, dann machen wir das Konföderationsspiel. Ist in Ordnung. Dann gehen wir weiter. Dann lassen wir ihn da oben. Jetzt bin ich da zwar ein bisschen durch seinen Vorgarten gelatscht, aber das wächst schon wieder nach. Jetzt kann ich halt leider keinen zusätzlichen Ort sichern für ihn. Außer ich gebe ihm den Monolith für das bisschen Salz, das ich hier mache. Wäre das ein Deal, zu sagen, er kriegt den Monolithen? Obwohl, ganz ehrlich, unterworfene Fraktionen sind mir, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich brauche hauptsächlich Vasallen. Die bringen mir die Boni, nicht die unterworfenen Fraktionen, ne? Von daher werde ich wahrscheinlich doch mehr auf die Vasallen arbeiten. Und jetzt, okay, dann war das ganze Neuladen für diese Dämonen eigentlich nutzlos. Aber hey, weiß ich jetzt auch mal Bescheid. Kann man Hauptfraktionen überhaupt unterwerfen und versklaven?
Wäre natürlich cool, aber ich glaube, ich kann da mit den Korruptionsdingen da mal arbeiten. Dann gehe ich doch mal Richtung dieser Notstämme, beziehungsweise Richtung da rechts und tu den mal den Typen mal unterwerfen und gehen wir mal einen anderen Weg. Dann hole ich mir einfach die Zitadelle hier und das Ding hole ich mir irgendwann später. Oh, Hendrik Nichts, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Willkommen als Herzog auf dem Kanal. Okay, ja. Weiter geht's. Weil ich glaube, mit Kygast mich jetzt anzulegen, das ist auch, wenn ich mir die Armeen angucke, ziemlich eklig. Ich habe Boris unterworfen. Habe ich 0,75? Geht es doch? Oh nein, 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 ich bin früher. Ich bin früher, Kygast. Komm mir bloß nicht zuvor, die Festung zu holen. Okay, ich bin schneller. Ihr werdet mal alle auf Zinsch umgestimmt. Alter, die Barbaren des Zinsch sind ja richtig seltsam. Aber ich kann welche mit Speer machen, dass ich grundsätzlich schon mal Anti-Large habe. Und die haben magische Angriffe. Ich mach das einfach mal. Gehen wir jetzt schon mal die Richtung. Noskaya, my lord, Noskaya. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Doch, ich habe 75. Ich habe diesen Vasallen, ich habe diesen Vasallen und Boris. Er zählt wahrscheinlich doch dazu. Interessant. Will ich gucken, dass ich den dann vielleicht doch irgendwie übernehme? Dann kann er von mir aus dieses Salzding haben. So wichtig ist mir das nicht. Dann kann ich dem vielleicht diese eine Länderei da unten geben. Dafür habe ich einen weiteren Vasall. Und... das wäre eine Idee, ne? Ach stimmt, ich hätte gleich alle machen können. Okay, es ist in Ordnung. Ich glaube, ich mache das, weil das Salz ist zwar ganz schön fürs Handelseinkommen, aber ich glaube, der Vasall ist mir wichtiger. Und diesen Chaos-Dämonen-Vasall zu haben mit einer Siedlung, wäre mir eigentlich schon ganz lieb, muss ich gestehen. Dann mache ich das. Vielleicht finde ich irgendwann noch eine andere Lösung. Aber der darf erstmal diesen Monolith haben. Kriegt von mir aus auch Geld. Beziehungsweise hier, ich krieg Geld. Hier, ich hole mir Geld von ihm. So, dann mache ich das so. Dann erkläre ich ihm, so blöd ist, ich schenke ihm eine Länderei, erkläre ihm den Krieg und nehme ihm die Hauptstadt weg. Das ist eigentlich übelst assi, aber effektiv. So habe ich dann... gehst du mal aus dem Weg? Alter, stellt er sich hier rein? Was ist mit dir los? Das kann ich auch später wiederbekommen. Das ist der gesamte Sinn dahinter. Okay, wisst ihr was? Dann mache ich das mit dem knappen Sieg gleich hier. Besetzen und Vasallentum, ja. Du müsstest... ah, leider nicht ganz. Deswegen habe ich den erstmal nicht dazu gezogen. Aber da kommt ihr trotzdem runter. Das sollte der schaffen. Diese Runde. Nächste Runde dann. Den Monolith gleich zurückzuholen. Und dann entsprechend... einmal durchzureden. Hallo, Zitadelle Nummer 2. So kann man auch seinen Willen haben. Vasallenbotschaft. Einkommen aus allen Gebäuden für benachbarte Verbündete oder Vasallenregionen. Ich habe hier einen Vasall, ich habe da einen Vasall und ich habe da drüben dann einen zukünftigen Verbündeten. Soll heißen? Ja. Machen wir mal.
Kontrolle ist vielleicht auch nicht schlecht, aber ich glaube, nee, erstmal was. Nee, ich mache erstmal Wachstum und Gunst. Ich habe keinen Dunst von diesem Gunst. Und ich mache ihm mal defensive Vorräte, weil der mag mich derzeit nicht so sehr. Ich werde gerne ein bisschen vorbereitet, für den Fall, dass er mir den Krieg erklärt. Anfordern eine Armee, Kriegskoordinationsziel, Rekrutierungskosten für Verbündeten. Das hört sich gut an. Machen wir. Ah, stimmt, Forschungsrate bekomme ich ja auch bessere. So, Archon, du machst mir jetzt Rang von Kommandanten schon mal zu erhöhen und Einheiten Erfahrung für alle Armee. Okay, okay, das hätte ich gerne. Geschwindigkeiten, Waffenstärke für Chaosritter. Chaos Außerkorne mache ich auf jeden Fall auch, aber habe ich gerade aktuell keine. Unterhalt für Chaoskrieger. Ja, das ist auch gut. Excellent. Der Prinz! Ja, Kampftraining, ab geht er. So, ich hätte gerne noch einmal Äxte. Und mehr geht gerade nicht. Aber den könnte ich aufwerten zu Pferdeherrn der Chaosbarbaren. Wirklich so eine Zwischenstufe. Werde ich wohl mitleben können. Den Korsen, der Korsen kommt sich jetzt auch verarscht vor wie sonst irgendwas. Das war hinterhältig. Aber effektiv. Und das mache ich jetzt schnell. Seine Armee kommt nicht mal zum Einsatz. Bevor seine Armee bei mir überhaupt ist, habe ich ihm seine letzte Siedlung weggenommen. Und dementsprechend, gleich mal ihn dann komplett vasalisiert. Grausamkeit, Kontrolle und Führerschaft, Kraft. Mehr Tribut, das hört sich gut an. Okay, ich möchte einmal den Monolithen hier loswerden. Bitte, danke. Und du wirst jetzt unterworfen. Damit wir uns verstehen. Jawohl. Ich würde sagen, so haben wir eigentlich bestmöglichstes rausgeholt. Und noch ein Vasall mehr. Der denkt sich jetzt auch, what the fuck passiert hier nebendran? Das ist selbst für mich zu viel. Der hat mir aber... Stimmt, wenn... Übrigens, wenn ein Herr einen Vasallen übernimmt, der mit jemandem im Krieg ist, dann steht dem anderen frei... Also demjenigen, der mit dem Krieg ist, frei, entweder auch mit dem Herrn im Krieg zu treten oder das zu lassen. Er hat sich nicht für Krieg entschieden, zum Glück. Ah, es wird aber wieder ein bisschen besser. Außerdem mit jedem Vasall kriege ich ja auch Diplomatie dazu. Das wird schon. Kann ich mal aufhören, ständig in das Horn reinzufurzen? Meine Güte. Leute, beruhigt euch. So, hier können wir jetzt einen Bonus machen, weil alles von drei verschiedenen Vasallen jetzt hier Sachen... Ich treibe es wirklich auf die Spitze mit Vasallen sammeln, ne? Am besten, am Ende habe ich wirklich 100 Vasallen und jeder hat eine einzige Siedlung. Ja. Kontrolle ist aktuell nur machbar, ne? Kampfabwehr, Verschleiß, Bewegungsreichweite. Machen wir mal die ungeteilte Chaos-Korruption. Der hat er doch auch, oder? Ready. Der Typ weiß auch nicht, wohin soll. Ich weiß auch nicht, wohin soll. Das ist schlimm. Tut mir leid, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Mach dein eigenes Ding.
die Provinzen des ungeteilten Chaos sind erstaunlich zerfleddert. Sie sind erstaunlich geteilt, ne? Hier herrscht wahre Demokratie. Gut, ich bestimme alles, aber alle sind hier versammelt. Nicht-Angriffspakt. In deinen Träumen vielleicht. Kolix, ja, der wird größer. Ja, der wird größer und stärker mit ihm was sein, das weiß ich, das ist übel. Der wird irgendwann richtig OP mit einer gewissen Vasallenanzahl. Das sind wirklich One-Man-Army. Der fegt dann über alles weg. Wie es auch sein sollte. Ja, es verbessert sich doch alles. Die alten Abkommen werden dann auch nicht mehr so schlimm. Dann Toleranz gegenüber dem Kriegsherr der Apokalypse. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Die bauen sich erstmal schön auf. Ja, dann ziehe ich mal weiter zum nächsten potenziellen Vasallen. Und der ist da drüben. Beziehungsweise hole ich mir dann erstmal schön die Zitadelle. Oh, Ryushin, danke für die 6,50. Für Döner oder Nebenkostenabrechnung. Gratuliere zum schnellen Wegerobern. Ich bin selbst überrascht, wie gut das funktioniert hat. Mein Plan. Also, gut, der ursprüngliche Plan hat nicht funktioniert, aber das ist ja noch besser eigentlich jetzt gewesen. Gut, ich habe meine Salzmine aufgegeben. Aber, naja. Das war ein guter Tausch. Jetzt erklärt der mir den Krieg, das darf doch nicht. Wir waren doch gerade auf dem Weg der Besserung, Junge. Ich bin jetzt echt versucht zu laden und ihm irgendwas zu schenken, dass er mich in Ruhe lässt. Gut, okay, dann müssen wir eben erstmal... Nee, komm, ich werde jetzt nicht... Ich meine, okay, diese eine Entscheidung, das strategisch zu machen, das Neuladen, das war wegen Rumspielen. Aber das sind jetzt Sachen, da würde ich jetzt nicht neu laden, nur aus dem Grund von wegen, es läuft jetzt nicht so, wie ich es will. Da müssen wir jetzt durch. Da muss ich mich jetzt hier erstmal verteidigen. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn es zu glatt gelaufen wäre, ne? Dann muss das Vasallentum auf der anderen Seite noch ein bisschen warten. Also, ich wollte ihn eigentlich als Verbündeten haben. Aber es sieht fast so aus, als würde der werte Herr... Boah, jetzt geht die ganze Welt auf ihn los. Also, ich habe so viele Vasallen, die jetzt hier mitmachen. Das wird interessant. Die turbulenten Winde. Ich höre die turbulenten Winde. Das Nörgel am Werk, ich sag's euch. Ich meine, wir können unseren anderen Kommandanten und so... Ja, nee, der kommt auch mit. Das bringt sonst nichts. Der kann ja bei den Vasallen ein bisschen unterstützen. Dann muss ich mit ihm jetzt... Hier geht gleich auf 100, minus 142. Gut. Ich wollte mit ihm diplomatisch arbeiten. Dann muss ich ihn wohl unterwerfen. Geht wohl nicht anders. Wenn er sich mit mir anlegen will... Anzahl aktiver Geschenke für Gaben des Zinsch. Nörgelautorität für... Oh ja, da wird es schon... Gut, wenn ich es überall gleichzeitig mache, dann ist es auch nicht mehr schlimm. Schlachtgewonnene Seelen, machen wir mal. Ungeteilt. Dann hole ich mir mal die Kristallspitzen, würde ich sagen. Zinch, Baby.
see destruction. Ja, hi, da kommt er ja, Kygast. Bin gerade überlegen, wenn er mir einen Frieden anbietet, weil ich ihn so zusammenschlage. Weil ganz ehrlich, mit den ganzen Vasallen, die jetzt mitkommen, der wird ziemlich schnell aufs Maul bekommen. Wenn er mir den Frieden anbietet, soll ich annehmen oder soll ich ihn einfach wirklich unter... Es ist doch bestimmt möglich, ihn zu unterwerfen. Das Unterwerfen doch noch besser als ein Bündnis. Ist natürlich doof, dass ich ihn dann nicht rekrutieren kann, aber... Ich glaube, Konföderation mit dem Luhelden lohnt sich eh nicht. Weil ich glaube, da war was, was diesen Dämonenprinzen angeht. Ich glaube, das Problem war, wenn du ihn nicht selbst erstellst, diese gesamten Upgrades, die du für ihn machen kannst, das ist irgendwie total seltsam, soll das sein. Das soll noch nicht wirklich funktionieren. Trock möchte dämonischen Zugang. Trock ist ja sogar eine der Hauptfraktionen. Ja, okay, von mir aus. Ist ja kein Nicht-Angriffspakt. Nicht-Angriffspakt würde ich auslassen. Jetzt gehen die alle auf den Großhafen los. Wie lustig ist das denn? Ey, ich habe die Hunde losgelassen. Das ist lustig. Da sind wir doch dabei. Du kommst mal mit hoch und holst noch ein bisschen Verstärkung ran, wenn es nur ein paar Barbaren sind. Barbaren, Dave. Noch einmal Speerträger, bitte. Are you a goat? It is corrupt. Hinterhaltsstellung. Only chaos commands me. I am the chaos. Noch mehr normale Chaoskrieger, bitte. So langsam wird doch die Armee. Ich muss weg von diesem Turm, der macht mich wahnsinnig. Gibt gleich die Schlacht der 5 Chaosherde. Das ist der Heere. Ja, irgendwie schon, ne? Jetzt guckt mal, wie schnell der sich wieder verzogen hat. Ich glaube, der hat jetzt ziemlich schnell darüber nachgedacht, dass das eine schlechte Idee war. Gegen mich alleine hätte er vielleicht wäre vielleicht stärker gewesen, aber gegen die ganzen Vasallen, die noch mit dabei sind, wird das ein bisschen heftig für ihn. Da kommen die ganzen Armeen, die versammelten Heere. Da kommt noch einer. Sollte er nicht eigentlich da unten mitmachen? Komm, beeil dich mal und mach da unten mit. Bist du uns zu spät zur Party? So, du entscheidest dich also da runter zu gehen, ja? Überleg dir hier lieber nochmal, ob das wirklich clever ist. Du hast nur deine eine Hauptarmee. Du musst dich jetzt entscheiden, wo du verteidigen willst. Okay, du hast hier Magnus, den Nicht-Roten, noch da. Das ist der Magnus der Pinke. Das ist so ein kleiner Vogel irgendwie. Ja, ich glaube, Zinch hat ja wirklich diese lustigen kleinen Vögelchen. Der hat doch einen Vogel, hat er. Oh, let's the dogs out. Och, da ist schnell wieder zurückgegangen. Schön, dass du jetzt die Kristallstützen verteidigst. Aber das hilft dir leider nicht an der Südfront, wollte ich schon mal gesagt haben. Dann bleibe ich einfach ein bisschen stehen und warte, bis dir alles unter dem Arsch weggeredet wird. Dann bin ich mal ein bisschen dreist. Wer hat denn da als Schluck auf, ey? Ich bin von der Seuche befallen. Was zur Hölle? Uncool. Du bist jetzt einfach mal noch etwas dickhäutiger. Ich blockiere mal dir. Gut, ich soll einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Darum geht's hauptsächlich. Erfolg. Spiel hängt. Oh oh. Ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Ah, nee, doch nicht. Okay. Chaos-Barbaren-Reiter. So, für Chaos-Reiter. Machen wir das noch. Arbal. Arbal macht Feuerball.
Beim Pfad des Ruhms geht ja dann plus 10. Das ist ja auch doof. Zu sagen, ich tue den dann dazu, außer ich mache, lass den undivided, dass ich wenigstens irgendwas an Zaubern habe. Weil wenn ich diesen Zauberer dann bei Korn oder Nurgle mit dazu tue, dass ich, okay, bei Korn lasse ich das Zaubern wirklich weg, einfach weil es authentischer ist. Ist zwar nicht so effizient, aber ich würde es trotzdem tun. Aber bei Nurgle zumindest einen Zauberer dabei zu haben, gerade einen Chaos-Zauberer, einen Feuerzauberer, Ich lasse dich erstmal als Agenten. Warte. Ich meine, ich kann trotzdem die flammenden Schwerter geben. Oder ich lasse diesen Zauberer einfach weg und hole mir was anderes dafür. Wie viel kostest du mich an? 250. Weil ich weiß gerade aktuell keinen wirklichen Einsatzzweck für dich, außer jetzt Agentenzeug zu machen. Machst du mir eben erstmal das. Was soll's. Zauberer sinkt Kornautorität. Ein Grund mehr. Für wenige. Ja, ich würde mal sagen, der Großhafen ist gefallen. Ich würde mal fast sagen, das darf dann sogar Boris haben für seine Bemühungen. Andererseits ist es eigentlich egal, welche von meinen... Oh, da ist er schon verwundet. So schnell hat sich das Problem gelöst. So, ich kann beide gleichzeitig machen, ne? Jawohl. Mal hoch mit dir. Und der Zitadelle kann noch ein bisschen warten. Die Windeln der Festung braucht noch ein kleines bisschen. Ich meine, ich habe die vier Dinger schon. Ich brauche nur ein bisschen mehr Geld. Die ganze Karawane, die sich hier bildet, das ist so lustig. Die wollen alle zu ihm. Ich frag mich, warum. Wenn du die Prinzenrolle besiegst, will er vielleicht sofort konföderieren. Armee von solche befallen, bla bla bla. So, sobald ich die zweite Armee da habe, fühle ich mich ein bisschen, wie dem jetzt wirklich alles unterm Arsch weggeredet wird, während ich ihn hier festsitzen lasse. Das ist irgendwie interessant. Ich brauche das nicht mal zu koordinieren, das passiert eigentlich schon ganz gut so, wie es passiert. Ich könnte aber wirklich noch einen weiteren Helden gebrauchen. Also nicht unbedingt einen... Kann ich aber auch keinen rekrutieren, ne? Haben einen Held hätte ich wirklich gerne noch einen. Ich kann ja bei Archeon kann ich das... Ja gut, okay, wir machen einfach mal weiter. Ach guck, eine kleine Armee hat er da hinten noch. Wie putzig! Hallo Trock, nicht angespackt, tut mir leid. Ich möchte mir bitte gern die Option aufrechterhalten, euch einfach alle niederzuzergen. Vielen Dank. Hier wird versklavt, was das Zeug hält. Beziehungsweise, sagen wir mal, wir sind auch zivilisiert. Wir sagen, hier wird vasalisiert, was das Zeug hält.
Ich erforsche auch eine Creme, mit der das besser geht. Die nenne ich dann Vaseline. Und alles wird gut. Sinnliches Brandeisen. Alles klar, Slanesh. Nee, mach nur weiter deine Slanesh. Warum kann ich hier Nörgelzeug? Verstoßene des Nörgel. Barbaren des Nörgel. So, ich hätte gerne noch einmal Speerträger. Zweimal die Krieger hier. Dann nochmal Nörgel Chaosbar. Nörgel hier. Zinsch Chaosbarbahnreiter. Dann habe ich noch einen Slot frei für den Helden dann später. Ich glaube, das sollte jetzt wirklich reichen zum Overwhelmen. Oh, und du kannst dir noch. Da haben wir ein bisschen mehr Chaos-Krieger-Spaß. Ja, bitte noch zweimal mit zwei Handwaffen. Und ganz ehrlich, wir haben zwar diese helle Badenträger hier. Hier, aber die werde ich später auch ersetzen. Das heißt, zweimal helle Baden hätte ich gerne noch dabei. Die ich dann später auf jeden Fall aufwerten würde. Zwei helle Baden, vier bis fünf von denen und der Rest mit Rittern. Was gar nicht mehr so viel ist, was Rest angeht. Das könnte eine ganz gut sein. Are you a goat? Entschuldigung. Wann gibt's ein bisschen Action? Keine Sorge, geht bald los. Ey! Da bereite ich ja alles fürs große Ding vor und der haut einfach ab. Der hat einfach das signische Schiff verlassen. Das ist ja schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Nö, tut mir leid. Keine Sorge, eine große Schlacht gibt es heute bestimmt noch irgendwie, wo, wann mal. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da rein. Und sagen mal hallo. Entscheidender Sieg. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht zu schlagen. Ja, kein Geschenk an Vasall, wo leben wir denn? Hallo Kristallspitzen, ihr gehört jetzt mir. Einmal Gunst, einmal Wachstum. Jumega-Boom. Wie er schon sagt, mein Lord Sinch agrees. Das ist auch cool. Aber ist er eigentlich immer noch undivided? Eigentlich. So, sieht ziemlich kacke für dich aus, oder? Der verliert ja wirklich alles, so Stück für Stück. Okay, jetzt aktuell ist es wirklich total wild. Vielleicht verteile ich das später mal ein bisschen um. Aber, ja, von mir ist kein jetzt ist aktuell gerade einfach freies Buffet. Wie die wirklich, weil sonst niemand im Krieg war, ne? Alle haben plötzlich ihre Augen auf einen gerichtet. Und dachten sich, hey. Echt hübsche Bude hast du da. ich muss den erhabenen Helden unten rekrutieren. Attentat, Eisenhau und Einheitenmasse. Ja, ich glaube. Ich meine, du. Nee, auf C. Stimmt, ich kann doch Champions gar nicht auf. Na klar, der Mage, den ich hier verloren habe, den sollte ich eigentlich zu Zinch mit reinpacken als Helden. Weil der kann ja gar kein. Also ich kann Zinch ja nur einen Ungeteilten geben, ne? Als Helden. Stimmt. Aber ich hole mir trotzdem mal einen. Und ich glaube, Eisenhaut, Rüstung und Einheitenmasse, das ist perfekt für einen, entweder für Korn oder für vor allem für Nörgel. Dass wir so einen. Wo ich glaube, das wird sich das wird sich wahrscheinlich eh ändern, aber was soll's. Ja, Nörgel oder Korn. Geht's dann nur. Lass mal erstmal weg, die Benachrichtigung. Ich lass dich mal auf Abruf.
Bis dann kannst du trotzdem schon mal das Training mitnehmen. Und ich glaube, im Allgemeinen diese Aura zu geben, ist, glaube ich, nicht schlecht. Und ansonsten eben Kampf. Gute Nacht an alle, die gehen. Ja, ich mache es auch nicht mehr so lange. Aber eine große Schlacht hätte ich gern noch irgendwie. Ich würde gern mal ein bisschen, zumindest jetzt hier gegen das Prinzchen, eine kleine Konfrontation. Ich komme auch ohne die zwei Armeen. Dann mache ich es eben nur mit der einen. Hauptsache, wir haben mal ein bisschen was zu tun. Beim Herz des Vulkans können wir doch zum Showdown gehen. Ich wünschte, ich könnte meinen Verbündeten sagen, gut, ich könnte den ja... Was ist eigentlich mit dem Großhafen passiert? Warum ist der eingerissen? Machtdemonstration. Hallo. Herz des Vulkans. Da legen wir es mal drauf an. Aber ich habe keinen Bock auf einen Siedlungskampf. Ich belagere die jetzt einfach und hoffe, dass die einen Ausfall machen. Der Wald des Verfalls. Das ist aber keine Chaosfestung, ne? Das ist eine dunkle Festung. Das gibt's hier keine, okay. Fürs Herz des Verfalls kann ich ja meine andere Armee. Rüberschicken. Und da ist dann der Ort, an dem ich ihn versuche dann zu unterwerfen, wenn sonst nichts mehr übrig ist. Und da drüben haben wir dann schon dunkle Elfen. Aber die geile Klippen, die könnte ich mir auch noch unterwerfen. Und dann habe ich da drüben eigentlich fertig gesammelt. Mit den dunklen Elfen versuche ich mich dann vielleicht ein bisschen gut zu stellen, nach Möglichkeit. Nur zumindest neutral zu bleiben. Hab ich jetzt keinen Bock auf Konfrontation. Das sind keine Pokémon, die ich zählen kann. Obwohl, die Dunkelelfen könnte ich auch unterwerfen, oder? Möchte ich den Nordfeldzug weiterführen? Ich mache jetzt einfach einmal Counterclockwise. Ach, guck mal eine an, der Frieden haben will. War echt eine schlechte Idee, gegen mich zu kämpfen. Ne? Ist mir jetzt auch egal. Aber gegen den Uhrzeigersinn rasiere ich jetzt einmal außenrum um die Welt durch, ne? Und sammle die ganzen Pokémon. Jawohl, so sieht's aus. So machen wir das hier in der Chaos Hood. Das ist echt... Ich meine, die Chaos-Kampagne ist echt lustig geworden. Also mit dem Vasallen sammeln... Man kann es natürlich echt auf die Spitze treiben, wie ich es gerade mache. Ich bin dann... Leider bin ich in der Hinsicht dann wirklich ein bisschen perfektionistisch, ne? Also bin ich so ein bisschen Perfektionist in der Hinsicht. Ich würde wirklich gerne... Oh, jetzt geht er schon wieder weg. Ich möchte doch eine Konfrontation haben. Warum sind die über Seuchen? Aber im Vulkan ist ja jetzt gar nichts. Das lohnt sich ja gar nicht. Wo sind die Armee hin? Der hat sich nach hinten verzogen, ne? Gut, dann müssen wir das große letzte Gefecht bei der... Gab's hier was? Dann was alle haben von mir aus. Ich glaube, hier gab's nichts Interessantes. Welcher Vasall das Geschenk bekommt, ist auch relativ zufällig, oder? Oder ist es beziehungsweise vorgegeben? Ah ja, stimmt, man sieht es ja sogar, für welchen. So, der gute Wald des Verfalls. Dann gucken wir doch mal, ob ich dich hier unterwerfen kann, da hinten. Ich wollte mit ihm koexistieren und ihn als Verbündeten haben, aber er muss mir unbedingt den Krieg erklären, obwohl wir noch auf halbwegs neutralen Boden waren untereinander. So, was das Verständnis angeht. Aber hey, ist nicht mein Problem. Ach, mein Hexer des Chaos ist wieder da. Den kann ich beim Pfad des Ruhms ja dann wirklich zu einem Zinsch-Magier machen, der dann auch entweder die Zinsch-Lehre macht, oder wenn ich meinen Haupthelden habe, mein Haupthelden dann schon die Zinsch-Lehre eingeht, mein Kommandant, dann könnte ich ihm eine andere Lehre geben, dass wir zwei kombinierende Lehren haben, was vielleicht auch nicht schlecht sein könnte. Sowas wie Metall... Metall ist nicht wirklich gut, aber ich glaube, zweimal Zinsch-Magie brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Es sei denn, es hat einen Synergieeffekt. Vielleicht ist es bei Zinsch ja so, ich weiß es nicht. Bist du mehr Vasallen hast als freie Fraktionen übrig sind? Das ist der Plan. Weißt du, einfach mal
das Imperium oder sowas oder irgendeine andere große Fraktion als letztes Ziel aussuchen, denen den Krieg erklären und bei der Kriegserklärung sind einfach 200 Vasallen mit dabei, die damit unterzeichnen die Kriegserklärung. Und sobald es losgeht, siehst du einfach von allen Seiten die Armeen gleichzeitig einfallen ins Land. Das war einfach so, oh fuck. Da lacht der Karl nicht mehr. Schwert des Kellen beansprucht. Ein Reittier erhalten, Chaos-Streitwagen. Das ist ein geiles Reittier. Der Turm der Fliegen. Entschuldigung, da fliege ich nicht so drauf. Kann irgendjemand mal den Großhafen besetzen, bitte? Ja, von mir aus wird das hier für den Bär beansprucht. Hier da. Jo, armer. Was willst du? Der könnte mir aber auch schon den Krieg erklären, dann irgendwann, ne? Die Vasallen können sich, glaube ich, von ihrem Herrn lossagen. Da war doch, glaube ich, was. Also meine normalen Vasallen von den Chaosstämmen, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, ich sollte denn da doch nicht so stark werden lassen. Ich glaube, die unterworfenen Vasallen, die können, glaube ich, aufbegehren gegen mich. Dann würde ich lieber einer anderen Fraktion, denen hier. Enter then. Are you after a drink, a fistfight, or both? Natürlich beides. Ziel besetzen, bitte. Hier. Danke. Und ich gehe mal weiter. Ich komme. Oh mein Gott, nein, ich komme zu spät mit welch. You may touch me only in dreams. Wehe, die nehmen mir das jetzt weg. Ich will den selber haben. Hat er beides verfallene. Ja, okay, die haben eine Garnison. Reicht das? Ach, ich weiß nicht. Shit, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Nicht meinen Vasallen klauen wegnehmen. Da warum sind überall solche? Hilfe. Ich bin zu langsam. Von der anderen Seite machen die den schon fertig. Plötzlich ist alles für den zusammengefallen, ey. Ich habe noch nicht mal so viel gemacht. Feines Jäger, bitte. Danke. Sluta, Sluta. Kann ich irgendwas rekrutieren? Noch mehr aufstrebende Champions. Noch mehr Chaos-Barbaren. Ich würde gerne mal dieses Nörgelbrut und so Sachen loswerden. Ah, stimmt, die könnte ich ihm doch geben. Die Zinsch. Boah, jetzt geht das nicht mehr. Aber ich würde da eine Brut des Nörgel, komm, die kann ich jetzt schon wegmachen. Die Chaoskrieger des Korn. Schön und gut. Die tue ich aber jetzt, glaube ich, erstmal weg. Dann hole ich mir nämlich schon mal zwei Chaosbarbaren wieder dazu, die ich dann später noch spezialisiere. Wahrscheinlich werde ich die zu Kavallerie machen, nach bester Möglichkeit. Und auch den Todbringer. Weiß nicht, ob ich den in der Armee lasse. Slaughter Matthäus. Alter, das ist ein geiler Name. Nicht mal in der Lage, ein faires 4 gegen 1 zu bestreiten. Was ein Waschlappen, aber halt ernsthaft. Ein faires 4 gegen 1, während er noch in den Rücken gestochen wird gleichzeitig. Aber hey, er hat sich den Krieg ausgesucht. Ich habe den nicht erklärt. Das muss man fairerweise sagen. Ah, ich habe noch was eingeschenkt da. Passt. Slaughter Matthäus. Okay, er hat es noch nicht. Und er hat sogar noch wieder. You may touch me only in dreams. Er wurde nicht belagert bis jetzt. Nee, doch. Er belagert. None but Slaanesh may dominate. Schafft er das? Mit einem Ausfall? Who seeks me? Oh, das ist mein Vasall, oder? Alter, der ist bis hier vorgestoßen und hat die Gallenklippen eingenommen.
Wie schnell? Will ich die Dunkelelfen angreifen? Um den zu retten. Nur wenn er sich selbst nicht verteidigen kann, würde ich mal sagen. Das ist schwierig. Aber du kannst... Obwohl, wenn ich jetzt einen Krieg gegen die Dunkelelfen mache, brauche ich dich hier. Oh Mann. Wir sind schon bei Runde 50 fast. Haltet den Dieb, er hat ein Messer im Rücken. Hä? Komm, Ausfall und hauen weg. Bitte. Oder er wird geplündert und ich habe keinen Widerstand mehr. Das wäre mir auch lieb, wenn ihr gewinnt und plündert. Bitte nicht einnehmen. Bitte nicht einnehmen und auslöschen. Bitte nicht. Ich würde wirklich gerne den Typen... eine schöne Halskette umlegen. Nö. Oh, jetzt passiert da halt einfach nichts. Jetzt macht doch mal... Die Tatsache, dass er keinen Ausfall macht, bedeutet, dass er keine Chancen hat in dem Kampf. Das ist nicht gut. Ich könnte eine Heldenaktion machen gegen seine Einheiten. Das würde natürlich die Beziehungen schaden. Ach, Mann. Todbringer, Kriegsschreine, Drachenoge, Chaostrolle. Jetzt nähern wir uns Sachen, die nicht so interessant sind. Dann würde ich als nächstes den Zinschweg gehen, dass wir den Kommandanten machen können, verbessern können. Okay, ja. Wir teilen mal ein bisschen Einheiten. Du da. Nimm mal zwei Barbaren weg. Hier bitte und bitte. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel machen, weil sollte der jetzt zerstört werden, dann... Sollte der jetzt zerstört werden, habe ich keine andere Wahl, als neu zu laden und den Elfen den Krieg zu erklären, ohne Scheiß. Ich möchte den nicht verlieren. Er ist mein Gegner. Aber er würde sich echt gut im Trophäenraum machen. Dann müssen wir in den Krieg gegen die Elfen. Der Typ denkt sich auch, what the fuck passiert denn hier? Wird einfach so übelst weggezerrt und dann streiten die sich vor den Toren, wer ihnen den Gnadenstoß geben darf, ey. Denkt sich auch, wäre an dem Tag bloß nicht aufgestanden, wo er die Kriegserklärung unterzeichnet hat an mich. Und da ging alles bergab. Bündner, der überspringt ja gleich mal ein paar Steps. Der überspringt ein paar Step-Bros. Oh, Drachenoger Shegov. Schwirrten Blutdämonen. Machen wir Aktivierungskosten für Carbon des Chaos, weil ich kann jetzt noch eine weitere machen. Machen wir einfach mal. Nahkampfangriff und Chaos, hier, Einheitenerfahrung für Chaos-Barbaren. Ja, wäre ich dafür. Mach mal. Das sind jetzt nämlich auch wirklich mal brauchbar. Mit nochmal 8 Angriff mehr? Das ist... Ach, es hört halt auf, das so spannend zu machen. Ganz ehrlich, ich trete euch gleich in den Arsch, wenn ihr mich weiter so nervt. Gut, die tun mir eigentlich gar nichts. Die denken sich auch, warum zur Hölle ist der so sauer auf uns. Aber trotzdem,
Mein wunderschöner Pokédex kann dir nicht weiter komplettiert werden, wenn ihr so weitermacht. Und das finde ich nicht gut. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Ich warte noch ab. Sobald die den vernichten und da nichts gegen gemacht werden kann, habe ich keine Wahl, als mich einzumischen. Ich lasse erstmal. My magic is yours. More magic is yours. Der kann ja dann beim Zinschmark hier Dude mit rein. I like to fool it, fool it. I like to fool it, fool it. I like to fool it. Du, 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 du. Dungspur, ey. Ich komme auf den Namen nicht drauf, klar. Mit dir, du kommst auch irgendwann noch dran. Und wenn ich die Korn- und Nörgelfront da unten eröffnen muss. Und ich, ach, Mann. Okay. Ihr wollt so. Ihr wollt es so. Ohne Scheiß. Ihr wollt Krieg? Ihr kriegt ihn. Ich keine Ahnung, wo mich Chaos spielen jetzt plötzlich mit anderen dunklen Völkern die ganze Zeit nur anlegt. Aber es ist jetzt halt so. Der klaut mir jetzt nicht mein Preis. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt durch seine ganzen Länder durchrede und direkt vor meiner Nase wird mir der Preis weggeschnappt. Ich möchte den Typen versklaven. Hier, Dingens hier. Vassalisieren, vereinnahmen. Ich möchte ihn konsumieren. Ja, das lasse ich mal so stehen. Ja. Elfen, nichts Persönliches. Aber es ist persönlich. Ja, von mir aus. Hier, aufs Maul, Junge. Möge Tod und Leiden über die ganze Welt kommen. Passen wir auf, wie das kommt, ey. Wollen wir gegen die Dunkelelfen einen gescheiten Kampf führen? Komm, das haben wir auch nicht so häufig. Mir fehlen zwar... Ich könnte aufstrebende Champions mitnehmen. Komm, ich nehme einfach einmal aufstrebende Champions mit. Die möchte ich jetzt zwar nicht dauerhaft behalten bei Archeon, vor allem mit seinen Spezialisierungen, aber jetzt nehme ich sie mal mit. Jetzt haben wir noch einen Einheitenslot frei, aber es gibt Schlimmeres. So, dann schlagen wir mal eine Schlacht gegen die Elfen, die hier belagern. Führer Sieg, wenn wir es so machen. Oh ja, das ist ein schön knapper. Da haben wir unseren Kampf. Okay, magische Angriffe und Zauberresistenz. Ihr habt doch eh magische Angriffe, ne? Mehr magische Angriffe und Zauberresistenz geben wir mal unserem Kommandanten. Ab geht's, Haag. Die Schlacht vom Wald des Verfalls und der Dämonenprinz schaut einfach zu, kratzt sich am Kopf und denkt so, okay. Ihr habt jede Menge Fernkämpfer, aber ich habe gut was an Schilden da, um das abzuwehren. Ich habe sogar einen Chaos-Barbar-Trupp, der sich jetzt auch... Diese zwei Chaos-Barbar-Trupps, die finde ich auch ein bisschen deplatziert hier, kann das sein? Ich würde ungern... Okay. Ich gehe mal davon aus, dass hier Magie mit dem Spiel ist. So. Rechte Flanke fürs Flankieren. Sind beide für Hutaufstellung? Auch die normalen Chaosritter? Echt? Okay. Nice. Die Exalted Champions. Die nochmal quasi aufgestuft. Also Chosen sind ja eigentlich schon aufgestuft. Also Chaoskrieger, die Gaben vom Chaos erhalten und wirklich noch begünstigt werden von Chaosgöttern, werden ja dann wirklich zu Chosen. Und dadurch sehr viel stärker, dadurch, dass sie eben Chaos Geschenke bekommen.
Und was sind dann die Exalted Champions? Sind dann einfach, das ist dann, kam dann der Chaos Weihnachtsmann vorbei, oder wie? Ich mein Chaos Weihnachtsmann einfach nur als Nörgel vorstelle. Ne, den See gehst du schön selber lang. Ich würde ihn gerne von mir aus auf dem See bekämpfen. Ich muss ihn bloß irgendwie antriggern. Bumm. Mehr Explosionsschaden. Beschleunigung. Blut und Bumm. Man könnte meinen, das haben die Orks erfunden, das Ding. Dabei waren es die Chaoszwerge. Die Chaoszwerge haben diese Dinger erfunden. Aber abseits davon, von den Beschreibungen könnten es Orks sein. So, jetzt fahr mal ran mit dem Teil. Ich würde da gerne mal reinschießen. Entschuldigung. Passt das? Und bumm. Wie er halt aktiv ausweicht, die blöde Sau. Ha, erwischt. Dunkeldornen. Hexenkriegerin. Aber die sind nicht panzerbrechend, ne? Die haben zwar Bonus gegen Infanterie, aber sind nicht panzerbrechend. Dementsprechend sind die für mich gar keine so große Bedrohung. Aber die Schreckensperre erst recht nicht. Jetzt kommt er. Darauf habe ich gewartet. Dankeschön. Okay, mal wieder normal zurück. Schwarze Reiter mit Repetierarmbrust. Echsenritter. Reap their souls. Move fast. Move fast. Running. Du gehst mal mit meinen anderen Kavalleristen mit. Boah, die haben brennende Hufen. Angriff! Du hilfst mal mit an der Front. Da drüben wollen sie uns flankieren. Wie niedlich. Aua! Was hat er geschossen? Ihr helft hiermit aus. Ihr geht darüber. Arkern. Schieß mal da rein. Ach, guck mal, da ist sogar der Hauptdude. Geht doch mal rein. Oh Gottes Willen, was machst du? Oh Gott. Okay, das war ein guter Treffer. Das hätte richtig schief gehen können. Mach mal Bumm, bitte. Alter, wie die da reinrasieren mit ihren Fernkämpfern. Das war's mit meinen aufgestiegenen Reitern. Reiterleins. Bunte Reiterlein. Okay, ich glaube, wir können die rechte Flanke mal rüberziehen. Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Archeon, das könnte ein bisschen auch. Ah, nee, Moment mal. Das ist nicht Archeon, der ist ja hier beschäftigt noch. Oh mein Gott, das ist... Oh, was der an Schaden nimmt durch die ganzen Fernkämpfer. Das ist echt brutal. Geht da mal rein, bitte. Mach die mal weg. Also Fernkämpfer sind echt eklig. Da bräuchte ich eigentlich wirklich mehr Einheiten mit Schild. Oder ganz viele Ritter, um einfach reinzustürmen. Wipe
Now is our time. Running! What? Running! Sheet is many glories! Move fast! Move fast! For the chaos! Fast, so fast wie man mit Chaos laufen kann, ey. Ohne Scheiß. Mir geht's soweit noch gut. Genau, ich schlag mal mit auf den Helden drauf. Ran da, rüber da. Weiter auf den Helden. Oh, jetzt sind die ausgewichen. Ach, jetzt hat er seinen Dämonenmodus aktiviert. Ah, alles klar. Komm mal ran, ich brauche was gegen große Einheiten. Mach mal Boom, bitte. Immer noch sehr ausgeglichen aktuell. Akion, du gehst mal weg. Oh, Mist, jetzt zieht er sich schon zurück. Hauptsache er überlebt. Alles andere ist egal. Okay, die Circle chargen gerade sehr gut da rein. Do not meddle in my destiny. Da sagt das. Er sagt's, wie es ist. Oh, der macht hier so eine Art Lebensraub, ne? Why are you running? Mortal fool! My master's call! Withdraw for now! Archeon! Noch einmal schön hier reinjucken. Wir müssen den Typen halt irgendwie loswerden. Alles was Heavy Hitter ist, bitte mal drauf. Und nicht nur Heavy Hitter, auch noch hier die, der Rest, müsst ihr mal gucken, dass ihr die ein bisschen verfolgt. Ihr müsst mal Schaden machen an dem Dude. Na gut, seine Maximalheilfähigkeit geht auch runter, zum Glück. Und zwar ziemlich schnell. Okay, ihr geht mal rüber zu dieser blöden Medusa. Die ist auch noch da. Acht Magie. Jetzt heilt er sich nochmal. Ah, diese blöde Fähigkeit von dem ist echt übel stark. Jetzt ziehen die sich alle zurück, ey. Ja, diese Furchtfähigkeit ist ja echt krass. Ich hätte dich gern nochmal, ich würde gern nochmal zaubern.
Der war doch schon so gut wie tot, der Dude. Hallo, bitte wieder sammeln. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Weder Zeit, noch Geld, noch sonst irgendwas. Ey, was für ein Zahnfleischkriechen hier. Um die Wette aber auch noch. Oh, er macht schon wieder sein Kackding. Ja, jetzt habe ich auch keinen, der... Ja, das werde ich jetzt verlieren, wenn meine zweite Armee kann das machen. Ich wollte es eigentlich auf ein Duell ankommen lassen, aber das ist echt so... Oh, der Typ ist echt ekelhaft mit seiner blöden Aura. Jetzt zieht er sich auch zurück und jetzt ist er endgültig weg. Shit. Nee. Nee. Aber solange ich nichts verloren habe und der Großteil überlebt hat, kann ich ja wirklich sagen, mein Held muss überlebt haben. Solange mein Held überlebt hat, ist alles gut. Wie viel alleine Kills der Einbringer gemacht hat. Oh, es tut schon weh. Sogar meine Chaosritter habe ich verloren. Ja, da lebe ich jetzt mit. Da lebe ich jetzt mit. Das gehört mit dazu. Wir müssen ja nicht hier alles gewinnen. Das war aber gar stark genug geschwächt. Es war interessanterweise stark genug geschwächt, dass dadurch jetzt er sich befreien kann. Und dann übernehme ich die Belagerung direkt danach. Aber so eine reine Fernkampfarmee kombiniert mit diesen... mit dieser Aura, dieser Schreckensaura, das ist echt böse. Aber den Helden habe ich noch, das ist das Wichtige. Und Arkhan hat trotzdem daraus gelernt, das ist doch wichtig. Was macht das Attribut Dämon? Dass ich, glaube ich, nicht mehr zurückziehen kann, sondern... Naja, okay. Machen wir mal einen Bonus für unsere Krieger. Alle nicht-dämonischen Infanterieeinheiten, Rüstung und Nahkampfangriff, das kann auch noch helfen. Höhe! Genau. Ein, zwei Runden mache ich noch, dann. Jetzt haben wir unsere Schlacht nochmal gehabt. Dann können wir ja fast glücklich sein für heute. Jetzt, ich möchte noch gucken, ob mein Plan aufgeht. Dass der sich jetzt befreit, natürlich. Vielleicht kann ich ja danach trotzdem wieder einen Frieden machen mit den Elfen. Wenn das funktioniert, wäre ja gut. Wenn nicht, dann nicht. Ja, nächste. Ich muss jetzt nochmal Questschlachten machen langsam. Das machen wir aber nächstes Mal, aber Questschlachtentag. Wo wir die ganzen. Ja, guck mal einer an, wer hier frei geworden ist. Wäre doch echt schade, wenn hier irgendwas passiert. Mannhafte Niederlage. Genau deswegen werde ich belagern. Wenn ich Arkhan jetzt noch dazu setze, würde das reichen.
Knapper Sieg. Das kann ich nicht mal automatisch machen. Ah ja, gut, nee, kann ich nicht machen, weil wir gerade kein Belagerungsgerät haben. Oh, ich kann jetzt Chosen raus. Oder nee, ich hab die noch nicht freigeschaltet. Ah nee, Rang 7 habe ich noch. Ah, ich habe noch keinen Rang 7. Wie viel habe ich eigentlich an Einkommen? 100. Es nimmt sich 1 zu 1 nichts. Das ist gut. Dann belasse ich es mal dabei. Passt. Ja, das mit den. Ja, das mit 1, 2 und das habe ich die letzte Zeit aber auch häufiger. Dass ich am Ende denke, ich spiele noch eine Stunde Warhammer und dann sitze ich da 2 bis 3 Stunden. Viel zu lange. Das ist echt schlimm. Weil auch immer so viele unvorhergesehene Dinge passieren. Und dann hast du ein neues Problem und das willst du noch lösen. Und dann, bis du das gelöst hast, ist nochmal ein neues Problem entstanden. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis. Spiel? Okay, Spiel ist abgeschmiert. Geil. Das war jetzt selbst fürs Spiel zu viel, die Shenanigans, die ich hier mache. Ich würde fast sagen, belassen wir es für heute dabei, aber komm, die Klimax hier, wie das da ausgeht mit der Siedlung, obwohl die Siedlung dann wirklich physisch zu stürmen. Ah, nee. Ich mag Belagerungskämpfe einfach nicht so sehr in dem Spiel. Verteidigen vielleicht noch, ja, aber das Angreifen, gerade mit den Türmen, die immer wieder aufgebaut werden. Aber andererseits, da wir so eine Nahkampfkraft haben. Fortsetzen, bitte. Ob Nahrung oder Feind, Eisenwänste können es fressen. Erst schlagen wir es kaputt, dann wird es ein lecker Essen. Typische Prallerei eines Eisenwansts. Alles klar. Natürlich. Was auch sonst. Kann man so unterschreiben. Ja, jetzt mach halt hin. So. Jetzt nochmal Runde beenden, wie letztes Mal. Und diesmal passiert hoffentlich nichts. Ja. Nö. Frieden, nur über deine Leiche. Ich meine, ich könnte natürlich Frieden machen und versuchen, jetzt eine Beziehung mit ihm aufzubauen. Aber ganz ehrlich, bei so viel Negativ, wie er hat. Nee. Bei der Megoff-Gesippe stürzt es ab. Hä? Warum? Keine Ahnung, was hier los ist. Ja, dann belasse ich es dabei. Dann müssen wir vielleicht beim letzten Mal, keine Ahnung, von einem anderen Punkt ausladen. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Game-Breaking-mäßig ist es gerade drin. Vielleicht gibt es auch jemanden, der weiß, woran es liegt. Es war irgendwie so ein komischer Stamm. Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen mit dem. Belasse ich es dann doch erstmal dabei, weil ich hätte jetzt auch nur noch maximal eine halbe Stunde gemacht oder so. Wenn es nicht geht, dann geht es erstmal nicht. Vielleicht weiß ich bis zum nächsten Stream ein bisschen genauer Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich. Ja, bei weiteren Videos, bei weiteren Streams. Was Total War angeht, eventuell nächste Woche. Ich würde sagen, spätestens in 2 Wochen mache ich mal wieder einen Stream zu Total War. Wird sich zeigen, wann es weitergeht. Alles klar? Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, die Archeon-Runde. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye.